Nachspielzeit. Der Podcast, bei dem es nur am Rande um das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Herzlich willkommen zur letzten Folge dieses Jahres. Es ist die Folge 23. Mein Name ist Ron, auf Twitter bin ich der @frustring1893. Und wie immer dabei ist heute auch wieder Dani. Hi. Hallo. Ja, man findet auch die Nachspielzeit auf Twitter. Da sind wir @podcastvfb und die Webseite ist nachspielzeit.online. Wir sind heute aber nicht alleine da, sondern haben zwei ganz tolle Gäste zum Jahresabschluss. Sind beide mehrfache deutsche Meister, haben erfolgreich an internationalen Wettkämpfen teilgenommen, waren auch bei den Olympischen Spielen und jetzt mit ihrer Podcast-Premiere bei uns. Herzlich willkommen in der Nachspielzeit, Marie-Laurence Jungfleisch. Hallo. Und Fabian Heinle. Hallo. Ja, freut uns sehr, dass ihr heute zu Gast seid. Genau, und für den Fall, dass einer unserer Hörer oder Hörerinnen euch nicht kennen sollte, könntet ihr euch ganz kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Marie-Laurence Jungfleisch. Ich bin Hochspringerin, 29. Meine Bestleistungen sind genau 2 Meter. Und bin im Verein VfB. Ja, mein Name ist Fabian Heinle, ich bin 25 Jahre alt, ich bin Weitspringer, habe eine Bestleistung von 8,25 Meter, ja. Sehr schön, danke. wir hoffen natürlich, ihr habt wenig Zeit mitgebracht, denn wir wollen heute gemeinsam einen Blick auf eure bisherigen Karrieren werfen und auf eure Erfolge und Erfahrungen zurückblicken. Und gegen Ende über euer Verhältnis zum VfB selbst reden. Beginnen wollen wir unser Gespräch aber mit dem Beginn eurer Laufbahn sozusagen und einem kleinen Rückblick. Habt ihr eigentlich jemals von diesen Erfolgen geträumt, als ihr angefangen habt? Also ich habe eigentlich, als ich angefangen habe, nicht von den Erfolgen geträumt. Ich war schon mit meinen Kreismeisterschaften damals, die ich gewonnen habe, zufrieden. Und begonnen habe ich eigentlich in der Grundschule schon. Also ich war von Anfang an in der Leichtathletik. Seit ich eigentlich denken kann, habe ich das gemacht. Und ja, die Erfolge oder die Träume von den Erfolgen sind dann einfach mit der Zeit gekommen bei mir. Ja, bei mir war es auch so ähnlich. Also ich habe auch mit 12 angefangen und mein Opa war schon von Anfang an überzeugt, dass ich wirklich viel, viel mehr erreichen werde. Ich hatte immer mal ein Spiel starten, ich so, ja, genau, mit 13, 14. Aber so war es auch, glücklicherweise. Und ich bin sehr zufrieden, wie es verlaufen ist. War das quasi von Anfang an klar bei euch, als ihr angefangen habt, dass ihr mit Leichtathletik oder dass ihr halt generell in Richtung der Leichtathletik gehen wollt oder habt ihr auch andere Dinge davor probiert? Also bei mir gab es beim TSV Moosberg die Chance, mal viele verschiedene Sportarten auszuprobieren. Da konnten wir, glaube ich, für 6 Wochen oder so mal reinschnuppern. Da gab es über Ringen, Volleyball, Tennis, alles mal ausprobiert. Und ich bin dann bei der Leichtathletik eigentlich hängen geblieben, schon von Anfang an. Nur ich hatte dann auch mal meine 3 Jahre für den Fußball. Aber ich bin dann doch wieder zur Leichtathletik zurückgegangen, weil einfach der Umgangston im Fußball nicht so schön war und auch einfach dadurch, dass ich immer einer der schnelleren Leute war, auch oft gefoult wurde und das hat mir dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und dann bin ich wieder zurück auf die Tartanbahn. Ja, bei mir war das so, ich bin früher geritten, einmal in der Woche, so circa 3 Jahre. Und habe dann noch Kampfsport, so Judo versucht. Aber mit 12 habe ich mich wirklich entschieden, Leichtathletik zu machen, weil das war wirklich das, was ich machen wollte. Und ich war komplett ausgeglichen. Und das Schöne an der Leichtathletik ist wirklich so, dass es mega vielfältig ist. Also für Ausdauersportler ist was dabei, für die Kraftsportler. Und und das hat mich einfach zufriedengestellt. Und ich bin nach wie vor da natürlich dabei. Mhm. Ja, ich meine, die Entscheidungen waren offensichtlich richtig, ja, wenn man den weiteren Weg dann verfolgt. Gab es denn schon früh so besondere Momente, die so für euch rausstechen, in dem, was ihr gemacht habt, noch vor all den großen Erfolgen? Also du hast ja die Bezirksmeisterschaften genannt. Das ist ja einfach der erste Erfolg und auch nicht so ein geringer Erfolg. Ja, so. Man steigert sich in der Leichtathletik eigentlich. Es fängt an bei den Kreismeisterschaften und dann hat man eigentlich jedes Jahr was eine neue Meisterschaft, die dazukommt. Dann kommen erst württembergische Meisterschaften oder badische Meisterschaften, dann baden-württembergische Meisterschaften, süddeutsche Meisterschaften. Deutsche Meisterschaften. Deutsche Meisterschaften irgendwann dann auch.
Und eigentlich war es bei mir wirklich so, dass ich dann von Jahr zu Jahr immer so kleinere Erfolge hatte, weil ich mich dann wieder für die baden-württembergischen Meisterschaften qualifiziert habe, dann irgendwann nochmal eine Medaille geholt. Und es waren immer so ja, kleinere Sachen bei mir, die dann mich auch motiviert haben, weiterzumachen. Ja, bei mir war das so, mein erster Wettkampf war 1,35 Meter mit 12 Jahren, ja, mit 13. Und da dachte ich mir so, okay, es fängt schon mal gut an. Ich war schon gleich, ich glaube, ich war schon Dritte. Und bei jedem Wettkampf habe ich mich gesteigert. Wirklich ja. Jeden, es war einfach toll. Ich dachte so, oh, wenn es so weitergeht, dann juhu. Nee, aber mein größter Erfolg mit in jungen Jahren war auf jeden Fall 2008, die Deutsche Meisterschaft in Berlin. Da haben nicht so viele Leute an mich geglaubt, das weiß ich noch ganz genau. Nur mein Trainer meinte, okay, du packst es. Mhm. Und ich bin ohne viel Trara eigentlich zu den Deutschen Meisterschaften gegangen und bin Erste geworden, ganz überraschend. Mhm. Erst so eine halbe Stunde später habe ich wirklich erfahren, dass ich Deutsche Meisterin wurde, weil das irgendwie so ein bisschen für mich komplett Neuland war. Das war schon mega, mega beeindruckend, das Riesenstadion zu sehen. Und vor allem, das war wirklich das erste Mal, dass ich so ein großes Stadion gesehen habe. Und das vergesse ich nicht mehr. War das ein eher bedrückendes Gefühl, aber es ist ganz schön groß, was hier gerade alles abgeht und dann das Gefühl, dass nicht so viele mit einem rechnen oder dieses Gefühl von jetzt erst recht, was sich in dir durchgeschlagen hat? Ja, damals war ich wirklich so eine ganz ruhige Person. Ich dachte, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ja. und ja, und es war wirklich überraschend und bedrückend war es nicht wirklich. Ich war einfach nur komplett geflasht von der ganzen Situation. Zwar waren vielleicht 3-4 Leute gefühlt im Stadion, weil es aber riesig war, hat sich das komplett total verlaufen. Aber ja, aber es war mega schön für so eine junge Athletin dann daran teilzunehmen und dann am Ende doch zu zeigen, dass man es drauf hat. Ja, klar. Jetzt sind wir ja schon ein Stück weiter des Weges, wollen wir vielleicht noch ein bisschen zurückgehen. Wie hat sich das denn bei dir entwickelt, so von dem, ich fange mal an und überspringe mal 1,35. Da muss ja irgendwann auch jemand kommen und sagen, jetzt trainieren wir mal ein bisschen zielgerichteter und so. Wie hat sich das entwickelt? Ich habe, wie gesagt, schon mit 12 angefangen und mit 15 habe ich mich entschlossen, wirklich den Hochsprung, also mich darauf zu konzentrieren. Davor habe ich wirklich alles gemacht. Ja. Hochsprung, Weitsprung, viele Wurfsportarten, Wurfdisziplin und Laufen. Also wirklich alles, bis ich mich dann wirklich entschlossen habe, dann den Verein zu wechseln, den Trainer dann auch. Und da hat es wirklich angefangen, dass ich mich komplett darauf fokussiere. Und mit 20, knapp 20, bin ich dann nach Stuttgart gezogen. Mhm. Ich war vorher in Freiburg eben, weil mein damaliger Trainer ausgewandert ist nach Afrika. Und da musste ich mich entscheiden, ob ich dann in Freiburg bleibe und mit dem Leistungssport dann sozusagen aufhöre oder dann einfach weitermache und einfach herausfinde, was in mir steckt und was ich noch machen kann. Und so war es dann auch. War das irgendeine Abwägung, die dann noch in deinem Kopf wirklich so stattgefunden hat oder das Gefühl eigentlich schon recht klar, dass du bereit bist, den Schritt zu gehen? Nee, mir fiel es schon sehr schwer. Also meine ganze Familie ist in Freiburg und ich bin ein richtiger Familienmensch und ich habe viele kleinere Geschwister und mir war das schon sehr, sehr, sehr wichtig, auch bei denen zu sein. Aber ich wusste auch, dass ich dann wirklich viele schöne Erfahrungen dann vielleicht nicht erreiche oder zumindest nicht entdecke. Und ja, da habe ich mich entschlossen. Also meine Mutter hat gesagt, mach das, mein Vater auch. Und die standen schon immer hinter mir und sind es nach wie vor. Und das hat mir, glaube ich, schon den Schub gebracht, dann wirklich hier nach Stuttgart zu ziehen. Mhm. Wie ist es so bei dir gelaufen, Fabi? Wann kam da der Zug rein? Also ich habe den klassischen Weg gemacht, eigentlich auch über Mehrkampf. Das hat auch in den Schülerjahren dann ganz gut funktioniert. Aber als dann alle anderen gewachsen sind, war es bei mir dann vorbei. Da hatte ich keine Chance mehr. Ich habe dann immer noch weitergemacht, habe so ein bisschen vor mich hin trainiert und irgendwann, ja, es sind halt die Wurfdisziplinen mit den schweren Gewichten gekommen und dann war es halt wirklich so, dass es mir echt keinen Spaß mehr gemacht hat, weil ich im Mehrkampf manchmal weniger Punkte hatte als jemand, der im Stab genullt hat zum Beispiel. Und genau, aber dann hatte ich das Glück, dass ich im Weitsprung immer ganz gut war und dann habe ich mich überraschend für die deutschen Meisterschaften qualifiziert mit 3x Training und bin dann da auch gleich so gut gesprungen, dass ich in den Bundeskader gekommen bin. Und danach hat sich dann der Tamas bei mir gemeldet, ob ich nicht richtig trainieren will jetzt und bei ihm in die Trainingsgruppe kommen will, was bei mir aber erst mit 18 Jahren war. Ja. Also eigentlich recht spät für Leistungssport, dass ich mich dann dazu entschieden habe, das komplett jetzt mich darauf zu konzentrieren. Ja.
Tamás Kiss, muss man sagen, für die Hörer, die ihn nicht kennen, ist euer Trainer, wo ihr in der Trainingsgruppe seid und es auch schon jetzt seit einiger Zeit. Genau, seit 2012 ist das bei mir, Ende 2012. Ja, ich bin seit 2013 bei ihm. War das dann auch der Ort, wo ihr quasi gemeinsam das erste Mal Kontakt miteinander hattet? Ja, genau. Also er kam ja eben 2 Jahre nach mir und ja, wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Also wir haben eine super Trainingsgruppe gehabt. Wir waren über 10 Leute, weit, hoch und Dreispringer. Und nach und nach sind sie natürlich auch gegangen, aus beruflichen Gründen, einfach weil sie vielleicht auch teilweise keine Lust mehr auf den Leistungssport hatten. Ja. Es nimmt da schon sehr viel Zeit ein. Also man trainiert da schon bis zu 6 Mal in der Woche. Ja. Und dann hat man auch nicht wirklich so vielleicht die Freizeit, die man eigentlich haben möchte. Also muss man schon ein bisschen schauen, was dir wichtig ist. Ja, und am Ende sind wir so circa 4 Leute geblieben. Ja. Anna Bühler ist eine Weitspringerin, die ist auch ein paar Jahre später nach uns gekommen. Ja. Genau, sie ist dabei und Benjamin Gasui, das ist ein Dreispringer. Genau, das ist auch 99er Jahrgang. Ja, wir sind so 4 und es ist eine super Trainingsgruppe. Also schon viel vielfältig, vielseitig und es macht Spaß. Auf jeden Fall. Genau. Auch wenn wir nicht mehr groß genug sind zum Fußballspielen davor. Oh, das reicht jetzt nicht mehr. In meinem ersten Jahr waren wir in Convestheim in der Halle und weil hier in Stuttgart die Halle umgebaut wurde. Und da haben wir immer vor dem Training aufs kleine Feld in der Halle Fußball gespielt. Und es war für viele die beste Hallensaison überhaupt. Also, das war schon bezeichnend. Ich habe extra Spiele gekommen, damit ich nicht mitspielen muss. Oh. wenn ihr gerade so die Atmosphäre in eurer Trainingsgruppe so heraussticht, könnt ihr ein bisschen erzählen, was Tamás dann auch so für ein Typ ist? Tamás ist eigentlich ein lockerer Typ, aber wirklich auch, da kann auch sehr ernst sein, man nimmt den, schon autoritär, also der ist schon eine autoritäre Person, aber einfach ein sehr, sehr lustiger Mensch. Also der hat immer Sprüche auf Lager und es macht auch mega Spaß, mit ihm zu trainieren. Also er hat auch selber sehr, sehr viel Spaß. Er möchte am liebsten noch weiter trainieren nach seiner, wenn er in der Rente, in der Rente ist, sozusagen. Ja, ja. Also das merkt man schon. Also da macht das Leidenschaft. Also ich glaube, wenn Tamás, egal wann man ihn anrufen wird, der wird rangehen und er überlegt sich die ganze Zeit neue Sachen. Wenn irgendwas im Training nicht geklappt hat, kommt er am nächsten Tag und hat schon die Lösung parat. Und ja, er denkt sich da schon sehr rein und ist sehr ehrgeizig auch an dem, was er macht. Ist es dann für dich, Marie, vor allem in der Zeit, in der du dann quasi den Schritt von Freiburg nach Stuttgart gegangen bist, eine Art Vaterfigur dann geworden? Ja, schon. Also muss ich schon sagen, der hat mir direkt geholfen, als ich hergekommen bin, nach einer Wohnung zu suchen. Ja. Der hat sich sofort bereit erklärt, gemeint, okay, ich suche mir da sofort eine Wohnung und wir schauen mal, was in der Nähe vom Olympischschutzpunkt ist, was wir da finden und finde, was gar kein Problem. Und das ist nach wie vor so, also wir machen so viel zusammen. Wir sind ständig im Trainingslager, wir sind so oft unterwegs und ich denke mal, daher hat man auch so langsam einen starken Bezug zum Trainer. Das ist bei dir genauso. Ja, man verbringt ja eigentlich den Großteil seines Lebens in der Halle. Und da wächst man dann einfach zusammen. Man hat auch gute Zeiten, schlechte Zeiten natürlich. Aber alles in allem ist der Tamás eigentlich schon. Er wird so eine Vaterfigur und das sagen auch alle, die bei ihm trainiert haben. Wenn ihr gerade gesagt habt, dass er auch immer wieder mit neuen Dingen kommt und neuen Ansätzen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, da mit einer neuen Perspektive vielleicht das nochmal einzugehen, um das zu erreichen. Könnt ihr für euch beobachten, dass sich das Training in der Zeit, in der ihr jetzt da seid, auch verändert hat? Und wenn ja, wie? Also werden andere Schwerpunkte gesetzt? Kommen technische Hilfsmittel dazu? Sonstiges? Ja, also ich kann jetzt für mich reden, da hat sich schon einiges verändert. Mhm. Also am Anfang haben wir noch wesentlich länger trainiert. Und mehr trainiert auch, muss ich sagen. Aber dadurch, dass ich immer mal wieder kleinere Verletzungen oder größere Verletzungen auch hatte, haben wir immer wieder das Training angepasst, haben neue Übungen reingenommen, haben alte rausgenommen, wo wir den Verdacht hatten, dass sie das vielleicht ausgelöst haben. Und wir haben jetzt dieses Jahr auch viele technische Hilfsmittel noch dazu genommen. Gerade von der Hilfsbereiter von Tamás, wir haben uns überlegt, dass wir mit Zugunterstützung springen, heißt, dass wir
beim Anlauf angezogen werden und dadurch kann man besser sich auf den Abschwung konzentrieren. Man kann höhere Belastungen erreichen, weil man schneller läuft. Und das wollten wir jetzt erst so ein bisschen hinpushen. Und dann hat sich der Tamas jetzt hingesetzt und hat sich mit jemandem zusammengetan. Und die haben da jetzt eine Vorrichtung in die Halle gebaut, wo allen die Augen aus... oder die, wie heißt denn das? Ja, wo alle... ich weiß es noch nicht mal. Ja, wo alle staunen. Das ist cool. Bass voll erstaunen. Ja, wo einfach alle staunen, ja. Wenn sie das sehen. Und es gibt auch schon die ersten Anfragen, ob sie das nicht auch in Leverkusen zum Beispiel bauen können. Ja. Und das zeigt einfach, mit was für einem Einsatz er auch dabei ist. Da war er sonntags da und hat geholfen zum Aufbauen. Und das ist auch eine Eigenschaft von Tamas, die ich echt schätze an ihm, dass wenn man irgendwelche Ideen hat als Athlet, selber was zu verändern, dass er das nicht abwiegelt, sondern dass er sich auch echt überlegt, wie er das dann ins Training einbauen kann und wie man das dann umsetzen kann. Und ich glaube, dass das auf dem Niveau auch nicht selbstverständlich ist. Ich meine, er ist ja auch Bundestrainer im Hochsprung und hat auf jeden Fall seine Trainingsmittel, oder seine Trainingsmittel, die von denen er weiß, dass sie funktionieren, aber er ist auch nie abgeneigt, dass wenn jetzt ein Athlet zu ihm kommt und sagt, er will was anderes machen, dass man das komplett anders mal angeht. Er ist einfach offen für alles auf jeden Fall. Das ist mal ganz wichtig. Ja. Gibt es einen Zug nach oben auch zum Absprung üben oder gibt es ähnliche? Ja, wir machen da viele ähnliche Sachen. Ja. Also wir trainieren, wenn es wirklich die Möglichkeit gibt, dann viel zusammen, Krafttraining oder jetzt mal Läufe. Und da benutzen wir die meisten Geräte eigentlich zeitgleich oder ziemlich viel zusammen. Okay. Ja, nach dem kleinen Exkurs ins Training, habt ihr ja schon so ein bisschen angesprochen, das Leben verändert sich. Also wenn man diese Entscheidung trifft, dann kommt mehr Training dazu, man muss Zeit aufwenden. Nicht nur für Training, dann ja irgendwann auch für Wettkämpfe, die Ernährung spielt noch eine größere Rolle und so weiter. Ist der Einschnitt so, wie ihr euch das vielleicht ausgemalt hattet, oder ist es eigentlich am Ende was dazugehört und dann ist es halt so? Also mir war schon von vornherein bewusst, dass man auf vieles verzichten muss. Also schon allein, dass ich nach Stuttgart ziehen musste, war für mich schon, schon ein Einschnitt. Und ja, klar, die Ernährung ist bei mir im Hochsprung sehr, sehr wichtig. Ich muss auf vieles verzichten, vor allem dann wirklich während der Wettkampfphase. Ja. Und klar, man kann es auch nicht so oft weggehen, wie man möchte. Man kann es nicht in die Stadt gehen, wenn es einem passt. Also dann ist leider nicht so flexibel wie viele andere. Ja. Und zeitgleich bin ich auch noch, ist ein anderes Thema, glaube ich, bei der Bundeswehr. Es ist ja auch so, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, von der Bundeswehr gefördert zu werden. Mhm. Aber trotzdem heißt es dann auch gleichzeitig, dass ich auch viele... wenn ich auch Probleme habe mit der Fachhochschulreife, mit der PH. Ja. Fachhochschulreife, wie komme ich da drauf? Also ich studiere auch gleichzeitig. Ja. Und ein Problem ist zum Beispiel bei mir, dass ich ein Praktikumssemester habe, aber es wahrscheinlich nicht machen kann, weil ich dann auch einen Lehrgang von der Bundeswehr habe. Also heißt es, dass ich das auch ein bisschen ziehen muss. Ja. Das sind so viele Einschnitte, die einem dann als Athlet dann schon immer wieder entgegenkommen. Hat man aber gleichzeitig das Gefühl, dass es in dem Sinne alles quasi wert? Oder ist das ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Also mir ist es total wert. Also vor allem die sportliche Karriere geht nicht für immer. Ja. Und man soll einfach alles, man soll einfach alles ausnutzen und aber auch genießen vor allem, was man erlebt. Du nix, Fabi? Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich. Ich habe schon, bevor ich dann mich auf den Sport konzentriert habe, eine Ausbildung gemacht und war schon recht am Ende. Und dadurch hatte ich weil ich immer früh aufstehen musste und recht lange gearbeitet habe, dann schon meine Einschnitte, sag ich mal. Und da ist dann auf die 2 Stunden am Abend auch nicht mehr drauf angekommen. Ja, dann war ich halt eine Zeit lang tatsächlich von 6:30 bis um 10 im unterwegs. Was ich jetzt auch nicht mehr schaffen würde als Student, aber damals ging's. Und für mich war das aber nie irgendwie ein Einschnitt, weil dadurch, dass wir so viel Spaß hatten in der Trainingsgruppe und das, einfach der Weitsprung so viel Spaß macht, kommt es einem nicht als Einschnitt vor, sondern man macht es ja gern, sonst kann man es glaube ich auch nicht die ganze Zeit machen, weil wenn man mit einem schlechten Gefühl ins Training geht oder keinen Bock drauf hat, dann kann man es wahrscheinlich auch einfach irgendwann lassen und muss dann nicht seine Freizeit für opfern. Ja. Wenn ihr dann schon quasi Training und Studium nebenbei habt, könnt ihr ein bisschen skizzieren und erklären, wie dann so ein klassischer Tag bei euch aussieht, weil ich stelle mir vor, dass er erstmal unfassbar durchgetaktet ist.
Oder ist es tatsächlich so, dass ihr noch über den Mittag genug Freiraum habt? Müsst ihr quasi viel in Stuttgart dann auch noch pendeln oder unterwegs sein? Ja, also ich studiere in Ludwigsburg und wohne in Stuttgart. Und allein die Fahrt hin sind auch schon wieder eine Dreiviertelstunde, bis ich dann da bin. Und habe dann auch Seminare, zwei, drei am Tag. Und danach geht es meistens direkt ins Training und bin dann so circa um 7 fertig, so oder? So um 7 rum, 7:30 vielleicht, je nachdem. Und dann ist der Tag ja auch schon fast wieder rum. Also dieses Semester habe ich mir viel aufgenommen, habe ich gesagt, vorgenommen. Aufgeladen. Also dieses Jahr habe ich mich hier aufgeladen, sage ich mal, weil ich nächstes Jahr einfach ein bisschen Ruhe haben möchte und mich dann auf die Olympischen Spiele komplett konzentrieren will. Aus dem Grund habe ich dann relativ viel dieses Semester vor. Macht Sinn, ja. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich wohne ja in Moosberg, das ist bei Leinfeld ein echter Ding, und ich studiere in Esslingen Informatik und ich fahre schon über eine Stunde nach Esslingen und ich habe jetzt dieses Jahr weniger im Semester, oder in dieses Semester habe ich weniger, weil ich letztes Jahr ziemlich viel hatte, da hatte ich jeden Tag Vorlesungen oder Labore und ich habe dann einfach am Ende von der Saison gemerkt, dass mir die Kraft ausgegangen ist, weil dann wirklich morgens ins Training, in die Uni, Mittagessen kurz, dann das Labor oder die Vorlesung und dann manchmal abends nochmal in die Uni. Und durch diese ganze Fahrerei, weil ich dann auch oft mit den Öffis unterwegs bin, das hat einfach Kräfte gekostet. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, dass ich schon im Semester vor der Sommersaison dann jetzt ein bisschen weniger mache, dass ich da mich nochmal ein bisschen erholen kann, in Ruhe trainieren kann, zur Physio, wann ich will. Und habe jetzt tatsächlich nur 2 Vorlesungen dieses Semester. Deswegen ist eigentlich bei mir das recht entspannt. Ich habe montags und freitags Vorlesungen, habe jetzt noch dienstags ein Labor gehabt, das ist jetzt aber auch schon vor Weihnachten fertig. Heißt, dass ich eigentlich recht viel Freizeit habe zurzeit. Deswegen sieht es so entspannt aus, gell? Ja, deswegen bin ich tiefenentspannt zurzeit. Ja, aber natürlich trotzdem beide dann klar mit dem Fokus auf Olympia und da muss die Zeit dann freigeschaufelt werden. Ja, total. Dafür, ja. Auf jeden Fall. Ja, aber es ist immer schwierig irgendwie, weil man sieht seine Kommilitonen, wie die im Studium vorankommen und selber will man natürlich dann auch vorankommen eigentlich. Und ich finde es auch immer schwierig, da ein gesundes Mittelmaß zu finden, weil man will weder den Sport vernachlässigen, aber will auch in der Uni eigentlich gut sein. Ja. Aber das Problem ist, dass man da nicht so richtig auf beiden Hochzeiten tanzen kann, weil wenn man zu viel für die Uni macht, dann geht es im Sport runter und wenn man zu viel im Sport macht, dann kann man noch eine Vorlesung im Semester machen. Ja. Also ich finde es nicht immer ganz einfach, das rauszufinden und man merkt oft erst danach, ob es jetzt richtig war oder ob es zu viel oder zu wenig war. Ja, dieses schlauchende Gefühl, was du dann vor allem angesprochen hast bezüglich Ende der Saison, es ist vor allem ein Gefühl der Müdigkeit, weil vielleicht auch ein bisschen Schlaf dann einfach oft drauf geht oder auch das Gefühl, dass der Kopf dann einfach irgendwann durch ist. Tatsächlich war es, wenn mir der Kopf da durch war irgendwann, weil schlafen, da schaue ich eigentlich schon drauf, dass ich immer meine 8 Stunden am Tag kriege, auch wenn ich Stress habe. Aber ich wollte noch nach den deutschen Meisterschaften zum Beispiel die Norm springen für die WM und da habe ich einfach gemerkt, dass mir die letzten paar Prozent gefehlt haben. Ich war eigentlich fit, war ein bisschen angeschlagen während der Saison mal, aber es wäre jetzt nicht so gewesen, dass ich nicht antreten könnte, aber irgendwie habe ich, das ist mir auch erst 2 Monate danach aufgefallen, dann als ich es weniger gemacht habe, dass ich einfach platt war und deswegen habe ich es beschlossen, dann einfach jetzt vor Olympia und auch während Olympia dann schon mehr rauszugehen als sonst. Wenn wir gerade so ein bisschen beim Durchtakten sind, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ihr unterscheidet ja ganz stark zwischen Hallen- und Outdoor- oder Freiluftsaison. Wo sind denn da die Unterschiede? Können wir uns das mal erklären, weil die sind ja tatsächlich da. Ja gut, es ist so, dass bei der Freiluftsaison ist ja so, dass man wirklich draußen Wettkämpfe hat und der Wind zum Beispiel, also die ganzen äußerlichen Bedingungen sind da schon sehr, sehr wichtig und können dich auch ziemlich beeinflussen während dem Wettkampf. Und in der Halle zum Beispiel ist auch der Boden sehr wichtig. Es gibt ja diese Schwungböden oder diese harten Böden, oder? Ja. Wie heißen die? Gibt es noch nichts? Boden. Ja, auf jeden Fall. Das macht ja auch viel aus. Also, das ist, und in der Halle ist es oft so, dass das Publikum viel näher an,
an uns Athleten einfach rankommen kann. Und entweder kommen wir damit klar oder nicht. Mhm. Aber für mich ist es zum Beispiel gar kein Problem. Ich mag das ja schon ziemlich. Und ja, die Stimmung einfach. Also oftmals ist es in der Halle viel, viel lauter dadurch, dass es wirklich in der Halle ist. Ja, ja. Während es zum Beispiel in Berlin verläuft sich das teilweise, mhm, je nachdem wie groß auch das Stadion ist. Und ja, das macht auch groß sehr viel aus. Ja. Ja. Findest du es auch so? Im Weitsprung ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil der Wind bei uns natürlich noch eine größere Rolle spielt, gerade mit dem Absprung, dass es passt. Und deswegen finde ich eigentlich Hallensaison ganz cool, weil du den Wind einfach nicht hast. Und du, wenn du da deinen Anlauf gefunden hast, dann ist es eigentlich in Ordnung, dann passt der auch, egal wo du jetzt antrittst, müsste es eigentlich passen, aber dann kommt halt wieder dieser Schwingboden dazu, wo du dann auch wieder ein bisschen Probleme hast. Also es gibt Leute, die können es mega gut und es gibt Leute, die kommen damit gar nicht zurecht. Da sind dann eher die Schwierigkeiten in der Hallensaison, aber immerhin ist mal der Wind konstant auf null. Ja, oder Regen, oder wenn es heiß oder kalt ist, das macht ja schon viel aus. Ja. Hat das Auswirkungen dann auch auf eure Trainingssteuerung und euren Trainingsbetrieb allgemein? Wenn ihr wisst, ich habe jetzt einen Hallenwettkampf oder einen Freiluftwettkampf, also ändert das irgendwas im Training oder sagt man dann einfach, ja, dann ist man von den äußeren Faktoren abhängig und dann kann man auch recht wenig dagegen oder irgendwas dagegen machen? Also eigentlich ändert es nichts großartig, weil wir in der Halle, wir trainieren es im Winter komplett in der Halle eigentlich und auch im Sommer, wenn das Wetter da nicht ganz so gut ist, sind wir auch in der Halle. Aber wir sagen jetzt nicht, dass wenn es am Wochenende regnet, dass wir dann die letzte Sprungeinheit draußen machen im Regen, sondern da geht es dann einfach darum, dass du trotzdem noch die Qualität hast und dich auch einfach nicht verletzt dann davor. Ja. Also von dem her ist da eigentlich kein großer Unterschied für uns jetzt. Also im Weitsprung würde es zum Beispiel was bringen, wenn du dann einfach nochmal die nette Sprungeinheit zum Beispiel auf so einem Schwingboden machst, um da ein Gefühl für zu kriegen. Aber das ist ja meistens dann nicht praktikabel, wenn man dann erst nach Karlsruhe fahren müsste, um das nochmal zu testen. Ja, weil ja, oft sind es ja mobile Anlagen dann auch oder die Hallen sind nicht die ganze Zeit aufgebaut. Dann ist die Halle meistens erst 2 Tage vorher fertig, dann kann man da auch keine Einheit mehr drauf machen. Also im Prinzip ist die Vorbereitung draußen und drinnen die gleiche, weil wir hier auch in der Molly-Schaufele-Halle mit Tartanbahn und Weitsprunganlage perfekte Bedingungen haben. Ja. Also wir können ja eigentlich ohne Einschränkungen in der Halle trainieren. Also dann eher drinnen oder draußen? Was ich macht mehr lieber Spaß? Draußen. Ja. Ja, also ich liebe es wirklich, wenn es warm ist, die Stimmung auch da ist. Ich habe es einfach gerne. Auch draußen, auch wenn es warm ist, aber auch, weil ich in der Halle glaube noch nie verletzungsfrei komplett durchgekommen bin. Okay, ja gut. Also, ja, da schon, also ja. Deswegen doch lieber draußen, ja. Dann wollen wir doch mal so ein bisschen vom Trainingsalltag mal dahin kommen, wofür ihr trainiert, nämlich eure Wettkämpfe. Ihr habt beide schon viele Erfolge jetzt euch durch den Sport erkämpft. Gibt es etwas, was euch da bisher am meisten bedeutet? Also für mich waren die 2 Meter, die ich 2-mal springen konnte, in Eberstadt sehr, sehr wichtig. Mhm. Und natürlich auch die Medaille, die ich letztes Jahr 2018 gewonnen habe, in Berlin, bei der EM. Das sind wirklich die schönsten und wichtigsten Momente für mich bisher in meiner sportlichen Karriere. Mhm. Ja, für mich eigentlich sind es drei Medaillen. Zum einen in der Hallensaison 2013, mein erster deutscher Meistertitel in Halle an der Saale war das. Dann 8,12 Meter in Weinheim 2015, weil das die zum ersten Mal 8 Meter, aber auch in der Halle, also ich wollte einfach nochmal zeigen nach meinem Kreuzbandriss von 2014, dass es geht und das beweisen einfach. Mhm. Und dann letztes Jahr natürlich in Berlin der 2. Platz bei der EM. Gibt es, oder könntet ihr sagen, was der erste persönliche Erfolg war, der euch was bedeutet hat, unabhängig davon, ob es am Ende in der deutschen Meisterschaft gemündet ist oder nicht? Also gab es, oder erinnert ihr euch vielleicht dann an einen Titel oder an eine Medaille, die ihr in den jungen Jahren holen konntet, wo ihr dann gesagt habt,
Das hat noch so eine Bedeutung, wenn ich mir das vielleicht die Medaille irgendwie im Schrank oder so anschaue. Ich weiß nicht, wo die Medaille lagert, aber nee, für mich das war, dann immer wieder zurück. Ja, für mich war das, wie schon vorhin erwähnt, die Deutschen Meisterschaften. Ja. Als ich 17 war, mit 1,76 Meter habe ich dann Deutsche Meisterin geworden. Also für mich war es wirklich was Besonderes, weil es keiner von mir erwartet hat. Mhm. Aber ich trotzdem die Leute überzeugen konnte damit. Also das war für mich das wirklich das schönste Erlebnis in meiner früheren Karriere. Ja, für mich war es eigentlich 2012, als ich zum ersten Mal über 7 Meter gesprungen bin und mich zum ersten Mal für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert habe. Da bin ich dann in dem Jahr Fünfte geworden und das war einfach so nicht absehbar und für mich schon ein Riesenerfolg, dass ich überhaupt dabei sein konnte. Und das war auch so der Moment, der dann irgendwie alles andere gebracht hat. Deswegen ist es eigentlich schon 2012, 7,28 Meter. Diese Erfolge sind natürlich auch immer wieder Quelle der Motivation dann, ja. Also zum einen ist es natürlich toll, was erreicht zu haben, ist ja dann auch wie so ein Cut, den man dann gemacht hat für die Leistung und das dahin trainieren. Aber danach geht's ja weiter. Ich nehme mal nicht an, dass es großartige Motivationsprobleme gibt, wenn man jetzt weiß, okay, es steht jetzt der nächste große Wettkampf an, Olympia zum Beispiel, das geht dann von alleine. Ja klar, manchmal gibt es ja schon diese Phasen, losen Phasen, wie man das nennen kann. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt einfach müde fühlt, wenn man so viel trainiert hat, dass man einfach so kaputt ist, dann denkt man so, ich kann einfach nicht mehr, ich kann keinen Schritt mehr gehen. Oder wenn man sich einfach so, wenn man sich wieder verletzt hat, so kleine Verletzungen bringen auch einen einfach so einen Schritt zurück. Also solche Momente, da denkt man auch so, oh, warum eigentlich? Aber ja, es geht vielleicht 1-2 Tage, bis man wieder denkt, okay, man trainiert dafür was Besonderes. Und das schafft nicht jeder. Und da muss man sich einfach zusammenreißen und einfach alles geben und das einfach vergessen, weswegen du kurz mal traurig warst oder kurz deine Motivation verloren hast. Ja, das wäre jetzt genau meine Frage auch gewesen. Wie kommt man da auch wieder raus? Ja, weil Verletzungen, du hast den Kreuzbandriss angesprochen, da können wir nachher, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen, reißen dann natürlich zurück. Da muss man sich ja dann auch irgendwie wieder selbst in die Situation versetzen, dass man eben wieder nach vorne schaut. Ja. Und es geht dann einfach, wie du sagst, dass man sich zusammenreißt und ja, oftmals ja wirklich die Familie, die da ein bisschen hilft und dich unterstützt und sagt, hey, komm, mach das einfach mal, du schaffst es. Oder die Trainingsgruppe. Ja, oder oft gerade bei Verletzungen sind sie einfach wieder das dann der erste Tag, wo dann keine Probleme mehr hat und dann vergisst man auch direkt wieder, dass man verletzt war und geht wieder weiter. Also es sind oft so Kleinigkeiten, an denen man sich wieder hochziehen kann. Ja. Und wenn es nur im Training, wenn man gerade keine Lust hat, dann doch irgendwo eine Bestleistung kriegt. Und wenn es nur im Krafttraining ist, das hilft einem oft, dass man dann wieder zurück auf die Spur kommt und einfach merkt, okay, es geht voran wieder, es läuft. Und dann hat man auch wieder Lust, ins Training zu gehen, wenn man mal so eine Phase hatte. Weil dann kommt Thomas wieder mit seinem Witzle und dann da geht's wieder. Dann lass uns vielleicht auch an der Stelle mal über Verletzungen reden. Kurz zu Anfang, wie viele Monate warst du dann außer Gefecht? Bis ich zum ersten Mal wieder im Training gesprungen bin, waren es 8 Monate. Wie überbrückt man diese Zeit? Ja, ich habe die Ausbildung gemacht und tatsächlich war es so, dass ich freitags meine Ausbildung abgeschlossen habe meine Prüfung gehabt, mündliche, und auch schon den Arbeitsvertrag unterschrieben für Montag und samstags habe ich mir dann mein Kreuzband gerissen und dann habe ich erstmal am Montag angerufen, dass ich jetzt erstmal krank geschrieben bin für die nächste Zeit. Ich komme dann in 3 Monaten wieder. Von dem her hatte ich auf jeden Fall da schon mal keinen Stress mit dem Arbeitgeber, die waren da recht kulant. Und ja, dann muss man erstmal mit so persönlichen, ja, gerade das sind Motivationsprobleme, zum Beispiel nach meinem Kreuzbandriss. In Karlsruhe haben sie mir gesagt, dass ich überdehnte Bänder habe und dass ich doch mit einem Voltaren-Verband nach 3 Tagen kann ich wieder probieren, ob ich wieder auf der Bahn stehen kann. Aber nachdem ich dann das Krankenhaus auf Krücken und mit einer Schiene verlassen habe, habe ich da nicht so richtig dran geglaubt. Ja. Dann war ich abends noch im MRT, da hat mir dann der Arzt gesagt, dass die Karriere vorbei ist. Da war ich 19 und das war erstmal so ein Schlag ins Gesicht. Ja. Vor allem, weil da dann sonntags nichts mehr passiert ist. Und dann liegt man dann daheim und denkt sich so, okay, man ist jetzt richtig dumm gelaufen. Man glaubt es dann auch am Ende, oder? Also man denkt dann auch, das war's. Das ist ja eine Aussage von dem Arzt, also glaubt man da auch erstmal dran. In der Zeit hat die Trainingsgruppe tatsächlich
gut geholfen. Die haben mich schön unterhalten, als ich im Bett lag. Okay. Ist mir nicht langweilig geworden. Und dann bin ich glücklicherweise dann am Dienstag war das. Nee, sonntags noch. Was habe ich so eine Zeit irgendwie? Nee, montags. Bin ich nach St. Gallen gekommen. Und der Arzt, bei dem ich da war, der war selber Trainer von Olympiasiegern im Rudern. Und der hat mich angeschaut, hat mir die Krücken weggenommen, hat gesagt, die brauchst du eh nicht, dein Knie ist durch. Lauf so viel es geht rum, dass du so wenig wie möglich verlierst in der Zeit. Und hat mir gesagt, wenn er es operiert, dann ist es zu 90% wieder gut. Mhm. Dafür legt er seine Hand ins Feuer. Und der hat mich dann am nächsten Tag, also haben wir erstmal geklärt mit der Versicherung, wie das läuft jetzt, weil es ein Sportunfall war. Und dann haben meine Eltern die Summe von einem Kleinwagen vorgestreckt an das Schweizer Krankenhaus. Okay. Weil das mit der Versicherung noch nicht so endgültig geklärt war. Und der hat mich dann operiert und hat mir, also es war dann mehr kaputt als gedacht. Es war nicht nur das vordere Kreuzband, sondern auch noch das hintere angerissen. Das Außenband war ab und die Kapsel war ab. Aber der hat mir gesagt, dass ich Glück hatte, dass ich jetzt direkt operiert habe. Wenn ich da ein bisschen gewartet hätte, dann wäre das hintere abgestorben und dann hätte man das auch noch machen können und dann wäre es wirklich schwer geworden. Und nach 6 Wochen, als ich das dann beruhigt hatte mit dem Knie so ein bisschen und sich sicher war, dass es wieder hält halbwegs, hat er mich dann zu sich geholt. Da habe ich 2 Wochen bei ihm gewohnt und das ist einfach so eine schöne Wertschätzung. Man hat das Gefühl, dass es ihm wichtig ist auch, dass er einen nicht fallen lässt irgendwie und hat dann mit mir dann 2 Wochen lang wieder angefangen mit dem Krafttraining, hat geschaut, dass das läuft, hat mir Übungen gezeigt. Und dann ging es ab da eigentlich nur noch vorwärts. Ich war dann auch im Trainingslager dabei, obwohl ich eigentlich noch nicht viel machen konnte. Und hatte da ein bisschen Probleme mit der Beugung, weiß nicht so viel. Also es ist nicht wirklich besser geworden und ich konnte immer noch nur humpeln. Und da bin ich dann zu einem Physiotherapeut gekommen, der in 2 Wochen mein Knie so hingekriegt hat, dass ich wieder joggen konnte. Und ab da war es dann eigentlich so schön linear nach oben. Da war dann jede Woche ging irgendwas mehr. Man konnte wieder ein bisschen springen, man konnte wieder joggen, man konnte wieder Sprünge machen. Und ab da war es eigentlich dann echt, ging es dann ohne Probleme voll. Und da kann man sich dann wirklich an so Kleinigkeiten, und wenn es wieder nur 10 Grad mehr Beugung sind im Knie, kann man sich das so hochziehen, dass es wieder richtig Spaß macht und auch richtig Lust hat, wieder Wettkämpfe zu machen. Vertraut man dann sofort wieder seinem Knie und der Funktionsfähigkeit seines Knies, oder ist das auch wieder erst ein Vertrauen, das durch viele Sprünge und durch viele Trainingseinheiten quasi erarbeitet werden muss? Also im ersten Moment habe ich dann mich auf meinen Arzt verlassen, der mir gesagt hat, da kann nichts mehr passieren. Ja. Nach 6 Monaten, ich soll es einfach draufhalten eigentlich und das wieder weich spielen und da kann nichts mehr passieren. Und am Anfang haben wir noch nicht so die belasteten Sprünge drauf gemacht, aber jetzt in der Zwischenzeit ist es so weit, dass ich auf meinem linken Bein bei Mehrfachsprüngen springe ich mit dem schwachen Bein eigentlich weiter als mit meinem guten Bein. Okay. Also man braucht das schon eine Weile wieder, aber spätestens nach dem ersten Wettkampf ist es dann vergessen eigentlich. Von so schweren Verletzungen bist du ja verschont. Ja, gut, ich habe mich... Glück. Ja, so schwer war es zum Glück nicht. Ja. Ich habe mich aber dieses Jahr auch verletzt, an der linken Achillessehne. Ich muss auch sagen, ich habe schon seit 4 Jahren chronische Probleme in den Sehnen, beiden Sehnen. Aber dieses Jahr war es so extrem, dass ich teilweise echt viele Wettkämpfe versaut habe. Teilweise nur 1,78 Meter oder 1,82 Meter oder so gesprungen bin, was für mich jetzt schlecht ist, also wirklich schlecht. Und bei meinem letzter Wettkampf sogar vor der WM, habe ich mich so verletzt, dass ich dann wirklich humpelnd und aus dem Stadion laufen musste. Und ja, wirklich auch mitten im Wettkampf, ich musste dann abbrechen. Und ein paar Tage später bin ich auch zum Arzt gegangen, habe einen MRT machen lassen und es hieß, dass ich einen kleinen Achillessehnenanriss habe. Und da war es auch von vornherein auch klar, dass ich nicht an der WM teilnehmen kann, auch wenn ich wirklich mich dafür qualifiziert habe. Ja, für mich war das echt enttäuschend und ich war mega traurig. Ja, und habe dann auch wirklich nur am Fernseher dann die WM mitverfolgen können, anstatt wirklich da wirklich dabei teilnehmen zu können. Aber das gehört halt dazu. Also gehört nicht unbedingt dazu, aber es ist halt so, und da wächst man daraus und ist halt so. Hat man dann tatsächlich noch quasi Freude gehabt, das übers Fernsehen dann zu verfolgen, oder war nicht irgendwann auch so ein bisschen der Gedanke, ich muss das mal alles ein bisschen loswerden und schauen wir das erst recht gar nicht an? Ich muss sagen, ich habe es nicht so extrem verfolgt. Ja. Ich habe jetzt vielleicht die Wettkämpfe, Sprints gesehen, auch den Hochsprung am Ende,
aber wirklich kaum eigentlich, weil mir das schon teilweise wehgetan hat. Ja. Also ich wäre wirklich einfach, hätte gerne einen Tag teilgenommen und hat leider nicht geklappt. Aber ja, es einfach, hat mich motiviert auf jeden Fall. Ich hatte wirklich mega viel Spaß gehabt, wieder anzufangen am Training, wieder teilzunehmen, Krafttraining zu machen, langsam wieder Läufe zu machen, ohne wirklich Schmerzen zu haben. Jetzt bin ich komplett schmerzfrei und jetzt bin ich aber motiviert. Jetzt denke ich, okay, wenn ich weiter mich dann so behandeln lasse, wenn ich dann weiter zur Physio gehe, meine Übungen mache, sollte nichts passieren. Darf nichts passieren, sage ich mal. Darf nichts passieren. Ja. Das nächste große Ding ist dann Tokio 2020. Genau, das große Ding auf jeden Fall Tokio und danach ist ja noch die EM in Paris. Ja. Das darf man nicht vergessen, weil oftmals denkt man sofort an Tokio und danach kommt gar nichts mehr. Also ich vergesse es manchmal wirklich, muss ich echt sagen. Es ist streckenweise die mediale Berichterstattung, die aber dann auch in die Richtung geht. Also ja, ich weiß nicht, wie es für euch dann als Sportler ist, aber die Olympischen Spiele überstrahlen eigentlich dann in dem Sport ja alles. Komplett, ja. Ist es denn für euch dann auch, was den sportlichen Stellenwert angeht, so? Ich meine, ihr habt ja 2016 in Rio erleben können. Also die Olympischen Spiele sind ja einmal in 4 Jahren. Und während die EM zweimal in 4 Jahren stattfindet. Ja, ja. Und deswegen schon allein deswegen und aus dem Grund, und weil auch viele Sportarten einfach daran teilnehmen. Während bei der EM es nur Leichtathletik ist sozusagen, ist bei den Spielen so viele Sportarten, ich weiß gar nicht, wie viele Sportarten dabei sind. Das ändert sich dann auch dieses Jahr zumindest, beziehungsweise nächstes Jahr, weiß ich jetzt nicht genau. Packen wir die Shownotes. Guck du nach. Genau. Okay. Ja, lasst uns dann doch ein bisschen über eure Erfahrungen bei den Olympischen Spielen sprechen. Wenn ihr dann so ein bisschen erinnert und euch oder an eure Kindheit quasi erinnert, habt ihr früher die Olympischen Spiele im Fernsehen verfolgt? War das ein Ding, das euch interessiert hat? Ja, also ich schaue grundsätzlich mal ziemlich viel Sport und ich habe auch zum Beispiel 2012 das Weitsprungfinale damals in Eisdiele angeschaut, weil es übertragen wurde und ich finde es gerade bei Olympia cool, dass man einfach eigentlich den ganzen Tag kann man Sport schauen und man sieht auch viele Sportarten, die einen vielleicht am Anfang nicht so interessieren, aber wenn man dann mal so eine Weile dabei ist, merkt man, dass es auch eine coole Sportart ist und auch recht spannend ist und deswegen schaue ich auf jeden Fall immer Olympia an und habe es auch immer angeschaut. Wenn ich nicht selber dabei bin. Ja, das sehr schön am letzten. Nochmal die Profi. Bei mir war das nicht so. Also als ich jünger war, habe ich mir die Olympischen Spiele nicht so oft angesehen. Mhm. Mein Opa schon, das weiß ich. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass er sich mal das finale Hochsprung angesehen hat. Ich war vielleicht so 10 Minuten dran wieder gegangen, weil es mich nicht so interessiert hat, was ich mir auch voll schade finde im Nachhinein. Aber das Interesse war nicht so da. Also wie Fabi sagt, es gibt so viele Sportarten, die mega interessant sind. Und dann, wenn man sich das ansieht bei Olympischen Spielen, denkt man so, okay, warum schaue ich mir das nicht öfters an? Oder warum ist es mir nie so groß aufgefallen? Oder warum habe ich das? Ja, deswegen ist es immer ganz schön, auch für andere Zuschauer, sich mal darauf zu fokussieren. Und dass man das wirklich jeden Tag mehrere Stunden sehen kann, das ist schon was Cooles. Erinnert ihr euch noch an den Moment, an dem klar war, dass ihr an den Olympischen Spielen 2016 teilnehmen werdet und was dann danach so in eurem Kopf durchging und was ihr für Gedanken hattet? Ja, bei mir war das, ich hatte einen Wettkampf gehabt im Trainingslager, da wurde wirklich extra ein Wettkampf organisiert, um dann so früh wie möglich einfach die Olympianorm abzuhaken. Ja. Und es war glücklicherweise bei mir so, ich musste 1,95 Meter springen, ja. Genau, und das habe ich dann im Trainingslager geschafft. Und für mich war das mega cool. Also einfach so zu sagen, okay, ich kann es abhaken und ich kann ganz ruhig in die anderen Wettkämpfe rein und da starten. Das war einfach ein beruhigendes Gefühl und auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ja, das war bei mir genau anders eigentlich, weil ich im ganzen Jahr der Norm hinterhergerannt bin eigentlich und mich das schon ganz schön gestresst habe und ich auch sehr viel in dem Jahr gelernt habe, was ich so auf jeden Fall nie wieder machen werde. Und es war bei mir eigentlich bis zum letzten Tag von der Nominierung nicht klar, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Weil auch das halt, die konnten das nicht so kommunizieren, dass man trotzdem nominiert werden kann. Also ich wurde dann im Endeffekt mit meiner Vorjahresleistung, mit den 8,25 nominiert. Aber es hieß eigentlich bis zum letzten Wettkampf, dass ich antreten muss, um zu zeigen, dass ich hin will. Und ich habe das dann mitgekriegt beim Mittagsschlaf, weil mich dann, ich glaube, innerhalb von 5 Minuten 3 Leute angerufen haben und mich dann aufgeweckt haben. Und dann habe ich schon geahnt, dass irgendwas passiert sein muss. Ja. Genau, also ich habe beim Mittagsschlaf
von meiner ersten Teilnahme erfahren. Das ist nicht der schlechteste Zeitpunkt. Nee, ist nicht der schlechteste Zeitpunkt, um aufgeweckt zu werden. Ist aber dann ja auch nochmal tatsächlich was ganz anderes, wenn man auch noch diesen Druck hat und die Zeit dann ja auch immer enger wird. Ich muss es schaffen. Ja. Wie bist du damit umgegangen, mit diesem Druck? Im Nachhinein schlecht. Also es war halt irgendwie im Nachhinein für mich ärgerlich. Ich bin da bei der EM Sechste geworden. Trotz einem recht durchwachsenen Jahr, was für mich eigentlich sehr gute Leistung war. Und keiner hat mir echt gratuliert, sondern nur, oh, scheiße, dass ich noch nicht geschafft. Was halt einfach ärgerlich ist. Ja, ist ein sechster Platz bei der EM, ist nicht schlecht. Nö. Und am Ende war es dann wirklich so, dass wir von Wettkampf zu Wettkampf gehetzt sind und dadurch halt die Pausen einfach zu kurz waren. Ja. Und ich ja dann eigentlich nach Olympia, das schon während Olympia, eine Schamentzündung hatte, die sich dann jetzt noch über anderthalb Jahre gezogen hat danach. Und ich dann beschlossen habe, dass ich Normen nie wieder hinterherjag. Also entweder die Norm fällt oder ich lasse es dann. Mhm. Weil dieses Gehetze macht dich mental auch richtig müde und fertig, weil du dann irgendwann auch nicht mehr dran glaubst. Aber gerade Tamas und so, die glauben schon noch an dich. Und dann hast du auch das Gefühl, dass du jetzt nicht gut genug warst wieder und dann wieder probieren. Also Normjagen macht keinen Spaß. Und das war eigentlich das, was ich mir seitdem vorgenommen habe, dass ich das nie wieder irgendwie anfange. Dass ich jetzt kopflos Normjage. Ja. Natürlich kann das auch nächstes Jahr passieren, dass man am Ende noch die Norm springen muss. Aber dann nehme ich mir einen Wettkampf raus, in dem ich es dann probiere und ich sage dann, entweder es klappt oder es klappt nicht und ich mache nicht noch 5 Wettkämpfe gefühlt in einer Woche, um irgendwo die Norm zu springen. Wie hast du es überhaupt dann noch geschafft? So, also bist du noch an dem Maximum deiner Leistung, an das Maximum deiner Leistungsfähigkeit überhaupt gekommen? Oder war das dann einfach nur noch von, okay, klappt nicht, weiter. Nee, es war dann schon stressig, weil gerade bei der EM, da hatten wir dann Quali-Tag frei, Finale, ja, und dann sind wir nach 3 Tagen, glaube ich, schon den nächsten Wettkampf gesprungen. Das waren dann, glaube ich, 3 Wettkämpfe in 5 Tagen und da war ich, also ich bin zu dem Wettkampf gefahren und ich habe eigentlich schon gewusst, dass es nicht mehr geht, aber ich musste es halt nochmal probieren, weil es die letzte Möglichkeit war, sozusagen. Und das sind so Wettkämpfe, die ich einfach in Zukunft nicht mehr mache. Also entweder das klappt bei der EM davor dann oder ich lasse es dann. Ja. Weil dann irgendwann ist man auch so ausgelaugt, weil immer nur Tiefschlag. Ja. Eigentlich sagen, alle sagen einem, du kannst das locker, aber irgendwo klappt es halt nicht, weil mit der Technik irgendwas nicht passt oder mental bist du halt einfach dann irgendwann nicht mehr auf der Höhe. Deswegen, ja, ist es schwierig immer. Ja. Wenn man so ein Tief dann hatte, dann musste dieser Anruf oder diese Anrufe in der Mittagspause dann eigentlich noch geiler gewesen sein, oder? Ja, schon, aber ja. Man hat dann aber auch irgendwie das Gefühl, dass man es nicht so richtig verdient hat, weil man jetzt genau nicht gesprungen ist und dann mit der Vorjahresleistung nominiert wurde. Also ich muss sagen, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr nach Tokio komme und ein bisschen eine bessere Erfahrung habe als jetzt für Rio, weil das schon für mich persönlich viel schief gelaufen ist davor. Aber die Freunde waren nämlich an trotzdem riesig. Natürlich. Du wolltest ja, Silberrennen, das nicht. Nee, oh, natürlich die Freunde riesig. Aber, sag, dass es gut war. Für mich in dem Moment ist natürlich auch eine Last abgefallen, gerade wenn man die ganze Zeit hinterher rennt, dass es dann trotzdem geklappt hat. Dann lass uns so in die letzten Wochen vor Start der Olympischen Spiele gehen. Das ist ehrlich gesagt ein Block, über den ich total freue, darüber mit euch reden zu können. Seid ihr dann quasi von Anfang an schon dabei gewesen, also mit Beginn der Öffnungsfeier oder davor schon da gewesen oder erst währenddessen gekommen? Ja, bei uns ist natürlich so, dass wir wirklich eine der letzten Sportarten sind, die bei den Olympischen Spielen starten. Deswegen waren wir bei der Eröffnungsfeier. Also während der Eröffnungsfeier nicht da, sondern erst zum Schluss. Also ich war sogar am zweitletzten Tag dran und das wird nächstes Jahr genauso sein. Mhm. Leider, also bekomme ich nicht so viel mit, aber das ist schon schön, also nach wie vor. Also am Ende noch da zu sein und das Ganze drumherum, das Bimbam, das ganze Zeug zu sehen, das ist schon was Cooles. Ist es dann ein Unterschied, also wenn man, habt ihr die Eröffnungszeremonie dann quasi zu Hause noch vom Fernseher angeschaut? Ist es so, oder? Ja. Ist das dann quasi auch von eurer Seite aus gewollt, dass man sagt, dass man sich jetzt vor allem auf sich konzentrieren möchte und jetzt nicht dem Trubel oder dem Reigentreben oder der ganzen Freude oder das, was halt im olympischen Dorf und das ganze Feeling so abgeht, dass man sich davon quasi so ein bisschen distanzieren möchte? Ja klar, ich denke, in erster Linie geht es ja darum für einen, dass man da die Quali übersteht und ins Finale kommt und seine
mögliche Leistung abliefert. Und ich denke, da ist jeder Sportler professionell genug, dann auch auf eine Eröffnungsfeier zu verzichten oder da sich ein bisschen von fernzuhalten, um einfach Körner zu sparen für den Wettkampf. Und ich denke, jeder hat danach noch, auch wenn es nur 2 Tage sind, Zeit dann Olympia schon zu genießen. Und wenn es nur mit der Abschlussfeier ist, die war auch schon sehr beeindruckend. Ja, total. Da ist auch nochmals Feuer und dann wird die Olympiade weitergegeben an, also von Rio nach Tokio und die ganzen Sportler sind, das ganze Stadion war voll und das ist genauso beeindruckend wie eine Eröffnungsfeier. Mhm. Und man kann halt auch einfach die Sache noch mehr genießen, man hat seinen Wettkampf hinter sich, ja, ist hoffentlich zufrieden und man hat nicht im Hinterkopf, ah ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger stehe, dann wird es nichts mehr mit dem Wettkampf. Also, das ist ganz oft so, wenn man wirklich länger steht, denkt man so, oh Gott, warum stehe ich da? Ja, man hat einfach direkt ein schlechtes Gewissen und kann es dann auch nicht genießen. Ja. Deswegen ist es eigentlich als Sportler besser, wenn man dann bei der Abschlussfeier ist, dann kann man es genießen und kann das auch ein bisschen mehr aufnehmen, denke ich, als bei der Öffnungsfeier. Mhm. Das ist nachvollziehbar. Wie ist es denn dann so im Team? Gibt es überhaupt ein Team, das deutsche Team zum Beispiel, wenn alle dann irgendwie ja zeitversetzt aktiv sind, anreisen, vielleicht auch wieder abreisen? Es müssen am Ende noch genug da sein, damit es ist, um einzulaufen, aber ja. Ja, es gibt schon ein Team. Es ist ja auch im Olympischen Dorf, es sind ja die Hotels, das waren ja wirklich Hochhäuser. Und die Mannschaften sind ja immer in einem Team, in einem Hotel dann untergebracht. Wenn es eine große Nation ist wie Amerika oder China, haben die ihr eigenes Hotel oder ihr eigenes Hochhaus. Und wir waren mit Belgien und noch ein paar kleineren Südseeländern war das, glaube ich, in unserem Haus. Und da ist dann aber tatsächlich auch so, dass vor den Wettkämpfen da jeder sein eigenes Ding eigentlich macht erstmal, weil sich jeder anders fokussiert und es ist auch dann immer witzig zu sehen, wenn man dann ankommt und dann die Ersten schon die Wettkämpfe machen, dann wird man schon irgendwo ein bisschen nervös und kribbelig und freut sich dann auch, dass es bald losgeht selber. Ja. Und in Rio an sich war es aber jetzt auch leider so, dass jetzt man nicht so die Möglichkeit hatte, zusammen jetzt zum Beispiel den Wettkampf zu verfolgen im Fernsehen, weil es gab nur in jedem vierten Zimmer gefühlt einen Fernseher. Wir hatten keinen. Hat man sich dann alle um einen quasi dann in einem Raum versammelt oder denkt man, okay, dann ist es so? Also man hat sich schon versammelt. Es gab auch dann unten vom DOSB einen Beamer, wo dann übers Internet gestreamt wurde, aber das hat halt bei so vielen Menschen auch nicht mehr optimal funktioniert dann mit dem Streaming. Ja. Und bei mir war es echt so, dass ich vor meinem Wettkampf fast nichts mitbekommen habe und dann erst danach, als ich dann auch mal außerhalb war vom Dorf und irgendwelche anderen Wettkämpfe angeschaut habe, was mitbekommen habe von Olympia. Und davor war ich eigentlich auch von Informationen von Deutschland angewiesen oder auf Informationen von Deutschland angewiesen. Ja. Wie hast du das Leben im Olympischen Dorf empfunden? Also bei uns war es auch so in eine kleine WG eigentlich, in den Zimmern eigentlich. Wir hatten 3 bis 4 Zimmer, je nachdem. Und verschiedene Disziplinen, ich glaube, Mehrkampf war bei uns Weitspringer und Stabhochspringer und Hochsprung. Und natürlich haben wir uns gegenseitig angefeuert. Wir haben natürlich zugeschaut, wie diejenige Person dann springt oder eben den Wettkampf hat. Aber es ist wirklich ganz Deutschland hat wirklich selten oder kaum was zusammen gemacht, was ich so schade fand. Und ich hoffe, dass es dann wirklich in Tokio ein bisschen anders ist. Also diese Zusammengehörigkeit war leider nicht so da, wie man sich das erhofft. Ich habe auch gehört, dass es in London 4 Jahre zuvor schöner war, von der ganzen Atmosphäre her. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in Tokio wirklich wieder um einiges besser wird. Liegt das dann vor allem an den Leuten oder ist das dann auch einfach an die Gegebenheiten und an den Ort gekoppelt? Ich weiß jetzt nicht, wie gut die gesamte Organisation im Olympischen Dorf in Rio war. Also die Organisation war schon ziemlich schlecht, sage ich mal. Also schon vom Shuttle, von den Shuttlebussen, die kamen sehr unzuverlässig oder gar nicht. Oder die Mensa, die mega groß war, man musste ungefähr einen Kilometer laufen, um dann was essen zu können. Mhm. Aber das war so ein bisschen schwer. Aber insgesamt war es eine super Erfahrung. Ich war positiv, nicht so wie du. Positiv. Möchtest du noch was Negatives? Nee, aber ich sage mal, das, wenn da ja auch das ausrichtende Land eine Rolle spielt, dann kann man ja schon sagen, klar, gibt es von London zu Rio, jetzt zu Tokio, das werden wahrscheinlich komplett unterschiedliche Veranstaltungen sein, zumindest hinter den Kulissen, vermute ich einfach mal.
Ja, ich habe jetzt schon gehört, dass Tokio soweit alles fertig hat. Ein Kumpel von mir war letztes Jahr in Tokio und der ganze öffentliche Nahverkehr und alles funktioniert schon und die Stadien sind größtenteils schon fertig gebaut. Also das ist schon wesentlich schneller als in Rio. Ja, in Rio wurden wirklich die ganzen Hochhäuser kurz vor knapp fertig gebaut. Ja. Also teilweise waren die ganzen Kabel noch zu sehen oder die Folien, die noch über irgendwelchen Schränken oder was weiß ich hingen. Also muss man teilweise selbst abziehen. Ja, also es war schon... Klingt nach einem Studentenwohnheim. Eher so. Ich glaub, aber da auch war musste da nicht mehr. das war okay. Aber man hat schon gemerkt, wirklich, es war alles kurz vor knapp. Und ja. Du hast mal gesagt, es war teilweise auch nicht sauber und man durfte irgendwann mal das Klopapier auch nicht mehr in die Toilette reinwerfen, sondern gesondert, weil es sonst verstopft hätte. Also ja. Was eigentlich kein Problem wäre, wenn man die Mülleimer dann auch regelmäßig leert, weil es in Rio oder in Brasilien nicht war. Ich war danach noch rumreisen und es war echt cool. Und da ist es gang und gäbe, dass man das so macht, aber man muss halt auch mal vorbeikommen und den Mülleimer leeren. Das ist aber tatsächlich auch noch eine Frage. So während der Veranstaltung, also während der Olympischen Spiele, kriegt man wahrscheinlich relativ wenig oder gar nichts vom Land mit, oder? Ich habe gar nichts, so gut wie gar nichts mitbekommen, weil ich eben am zweiten letzten Tag erst dran war. Ja. Während du, glaube ich, schon relativ früh fertig warst. Ich war recht früh fertig und ich habe mir, also ich war auch viele andere Sportarten anschauen. Mhm. Meine Schwester und ihr Mann haben ihre Flitterwochen da gemacht in Brasilien und mit denen habe ich mich oft getroffen und ich war dann danach auch noch 3 bis 4 Wochen rumreisen mit denen, auch also außerhalb von Rio Brasilien anschauen und von dem habe ich da schon viel mitgenommen und es war auch echt eine coole Erfahrung dann da mehr auf, also in Brasilien oder in Rio an sich wurde ja gesagt, dass man nicht unbedingt das Dorf verlassen sollte und so. Und das war dann aber cool zu sehen, dass man, wir haben dann auch in den Faias gewohnt und das war gar kein Stress. Die Leute waren mega nett, wir haben da gegessen, wir haben mit denen auch mal ein Bier getrunken, es war gar kein Problem. Wir wurden nicht einmal ausgeraubt, braucht man bestimmt auch ein bisschen Glück. Aber es war echt eine coole Erfahrung und hat es dann auch ein bisschen, es war dann noch was Besonderes, einfach dann auch das Land außerhalb von Olympia kennenzulernen, weil man sonst halt schon immer nur in den Sportstätten in seinen Shuttles unterwegs ist und halt vom Land eigentlich sonst gar nichts mitkriegt, sondern nur das, was dann auch in den Medien geschrieben wird danach. Folgt man denn generell in der Zeit, wo es in den Medien geschrieben wird? So auch über eigene Wettkämpfe oder über eigene Wettkampfsleistungen? Oder hängt man überhaupt in der Zeit dann sehr, sehr am Smartphone und checkt die Nachrichten? Doch, also ich glaube, man hat so viel Zeit eigentlich im Zimmer, dass man schon viel nachsehen kann, wenn man immer möchte. Also es wird, glaube ich, kein Problem. Nee. Ja, Nachrichten kriegt man schon mit. Ja. Es gab Internet. Ja, okay. jetzt gibt es ja dieses auch so berühmt-berüchtigtes Sprichwort, oder der den olympischen Gedanken zusammenfassen soll, dabei sein ist alles. Kann so eine Aussage eigentlich nur von jemand kommen, der das selber nicht erlebt hat? Also ist für euch dabei sein in der Form alles, oder ist das einfach nur so ein Spruch, den man mal sagt? Also für mich ist dabei sein nicht alles, also man trainiert wirklich jahrelang, monatelang dafür, um endlich mal bei den Olympischen Spielen teilnehmen zu können. Und da möchte man natürlich auch was erreichen. Man möchte am besten natürlich die Bestleistung erreichen. Man möchte vielleicht Medaillen gewinnen. Und dann ist mehr als dabei sein auf jeden Fall nötig. Ja. Ja, das sehe ich auch so. Ich denke, jeder, der schon mal in der Quali rausgeflogen ist in einer internationalen Meisterschaft, der weiß, dass dabei sein halt nicht alles ist. Natürlich ist die Erfahrung Olympia oder eine WM im Athletendorf, das ist was Besonderes und kann einem keiner mehr nehmen, aber der Dämpfer, den man dann bekommt durch eine Leistung oder wenn man einfach nicht mit sich selber zufrieden ist, wenn man 40 cm unter seiner eigentlichen persönlichen Bestleistung springt, das macht dann eigentlich keinen Spaß mehr. Und ich meine, da geht es ja dann noch weiter. Ja. Das, was man auch immer sagt, an den Vierten erinnert sich niemand mehr. Ja, also da ist halt die... Ja, okay, die was? Die auf dem Treppchen stehen, die haben dann stehen kurz da im Schlaglicht, aber selbst wenn du kannst deine persönliche Bestleistung gesprungen sein und alles gut, du wirst Vierter. Ja, ich denke, da wäre es besser, wenn man einfach Fünfter wird, dann ist man noch ein bisschen weiter weg. Ja, vierter Platz ist so... Aber ich glaube, der vierte Platz ist der dümmste Platz, den man machen kann, tatsächlich. So kurz vor knapp.
Weil du halt schon die Finger dran hattest, wahrscheinlich an der Medaille, vielleicht sogar schon mal im Medaillenbereich dran warst und dann rausgekegelt wirst, das ist nicht schön. Ja. Wobei ich jetzt sage, ich würde lieber, nee. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass ich mit, auch, ich wäre zufrieden, wenn ich mit Bestleistung in der Quali rausfliegen würde. Ja, okay. Dann wäre ich zufrieden, weil ich meine Leistung einfach gebracht habe. Ja, ja. Doch, also wenn ich 8,26 in der Quali-Sprung ist nicht reicht, das ist okay. Ja, aber Quali, das wird mir nicht reichen. Du willst schon ins Finale kommen, oder? Mit zwei also, Metern. Zwei. Zwei Meter, zwei ins Finale, cool. Ja, gern. Ja. Ein, zwei Sachen vielleicht noch zum olympischen Dorf und zum olympischen Leben. Wenn man so spät dran ist und dann quasi erst kurz vor Schluss seine Wettkämpfe hat, seine Endwettkämpfe hat, die anderen aber schon größtenteils fertig sind und mehr oder weniger in Feierlaune sind, lässt man sich davon so ein bisschen dann auch anstecken. Ich meine, es gab ja auch, glaube ich, das Deutsche Haus dann in Rio, mhm. Wo dann immer wieder Veranstaltungen stattfinden. Lässt man sich davon so ein bisschen auch treiben und anstecken oder ist man echt mit dem Kopf halt so sehr eigentlich auf sich selbst fixiert? Also ich war schon wirklich auf mich komplett fixiert. Okay. Also klar ist man ein bisschen neidisch, wenn man die anderen Leute sieht, die dann irgendwie feiern gehen und die so, oh, cool. Ich will auch, ja, ich will auch. Aber natürlich ist man komplett auf sich fokussiert. Das wäre Quatsch, wenn du sagst, okay, ich gehe mit euch mit und dann am nächsten Tag bist du halt durch. Das ist das Schlimmste, was man machen könnte. Deswegen, nee, also zwar wäre es natürlich schön mitzugehen, aber man weiß natürlich, dass man was Wichtiges hat, also ein paar Tage später oder vielleicht sogar einen Tag später. Ja. Was sagst du? Also, oder willst du auch mit feiern gehen? Ja. Ich will auf jeden Fall nicht mit feiern gehen, aber ich habe auch immer das Glück, dass Weitsprung ganz am Anfang ist und ich dann genügend Zeit habe. Das Problem kennst du gar nicht. Nee, das Problem kenne ich gar nicht. Also, das ist wirklich das ist ein Problem, so oder? Das ist echt gemein. Vor allem ist meine Trainingsgruppe und denke so, oh, ich will auch, aber gut. Ist halt so. Nee, aber das Deutsche Haus ist auf jeden Fall sehr schön und das ist hast auch öfters cool. Gesehen wahrscheinlich. Habe ich öfters gesehen. Nicht nur einmal. Und ja, das ist auch cool, weil dann die Medaillengewinner alle kommen von dem Tag und da auch nochmal geehrt werden und dann gibt es ein Interview mit denen und das ist natürlich auch schön, weil man mit anderen Sportarten ja im ersten Moment mal nicht viel zu tun hat, auch im olympischen Dorf nicht und dann kriegt man das dann ein bisschen mit, wie die sich feiern lassen oder ja, was die sagen zu ihrem Wettkampf, das ist schon schön dann. Entwickelt man denn, wenn man dann irgendeinen Riesenstar Usain Bolt oder sowas sieht, so ein bisschen Fanboy, Fangirl-Attitude? Hatte ihr einen Sportler, bei dem das so war, den ihr gesehen habt? Ich hatte keinen Sportler. Aber mir ging es am Anfang tatsächlich so. Bei meiner ersten WM in der Quali, zum Beispiel beim Einspringen war vor mir Greg Rutherford dran und der ist so losgerannt und das war so kraftvoll und das hat mich so beeindruckt und ich habe dann gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich gehöre hier eigentlich nicht hin. Dass mir das da ein bisschen in dem Wettkampf den Zahn gezogen hat tatsächlich. Mhm. Aber das war dann eine wertvolle Erfahrung. Beim nächsten Mal ging es mir dann schon nicht mehr so extrem. Also schon besser geworden. Aber jetzt im Olympischen Dorf hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, weil man die dann auch nicht nerven will irgendwie, wenn man dann hingeht und ein Bild will, weil die da eh genügend Menschentrauben um sich rum haben immer. Aber ist das dann wirklich so, dass sich eine Menschentraube in die Person gerade entwickelt? Also Usain Bolt und so. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ich war öfters unterwegs, du glaubst. Also gerade die wirklichen Superstars, auch die amerikanischen Basketballer und so, hatten da schon, glaube ich, Probleme mehr. Okay. Dass sich, also es ist ja auch okay, wenn man da hingeht, aber es wird, glaube ich, für die Athleten dann einfach auch irgendwann nervig, dass dann dauernd die werden auch so gesondert irgendwo, haben woanders eine Unterkunft, nicht direkt im Olympischen Dorf. Aber in der Mensa oder so würde man sich ja dann theoretisch alle treffen, oder? Ja, teilweise schon, okay. Oder? Ja, so abgesperrt. Gibt es keine Zweiklassengesellschaft? Nee, die deutschen Fußballer waren auch sogar vorm Finale dann im Olympischen Dorf. Ja. Also da wird nicht sortiert dann bei Olympia. Und Usain Bolt war auf dem Dorf. Und also. Aber er hat ihn an seinem Geburtstag gesehen, sogar im Hochhaus und hat sich da wirklich von oben so selbst gefeiert. Ja. So den Leuten zu gewunken. Ich so, oh, hi! Ja, genau so.
König Usain Bolt. König Bolt. Ganz kurz nur dazu, also ich weiß nicht, ich stelle es mir halt aber irgendwie auch unfassbar nervig vor, wenn eine Person sich dann quasi am Geburtstag enorm abfeiert. Das will er wahrscheinlich. Ja, aber das, ich weiß nicht, ob das dann unfassbar laut ist und man dann selber denkt, Alter, ich hab einen Wettkampf morgen oder so. Ja, vielleicht sind die Jamaikaner da ein bisschen entspannter. Die brauchen das ja auch. Die brauchen nicht davor. Ja, und was hatte ich gehört, die hatten auch ein eigenes Restaurant auf dem Gelände, die Amerikaner. Genau, die mussten ja ihre Fastfood-Kette ja. Ach so, hochhalten. Ja, ich dachte, okay. Ja, genau, und McDonald's gab es auch. Darf ich sagen, oder? Achso, das verstehe ich. Achso, okay, erzähl. McDonald's gab es auch. War immer eine recht lange Menschenschlange davor. Also ich habe mich mal tatsächlich eine Stunde reingestellt, weil ich auch Bock hatte auf den Burger. aber am Ende war es tatsächlich so, weil es so überrannt war, dass man nicht mehr alles bestellen durfte, sondern es war dann, glaube ich, auf 3 oder 4 Sachen pro Person beschränkt. Ja, das also, reicht ja auch, oder? 3 bis 4 Sachen pro Person. Weiß nicht, wenn du jetzt ja, Gewichtheber bist, reicht vielleicht nicht. Ja, für jemanden so 60 Meter wirklich, wenn ich anstehen musste. Ja, aber es war alles umsonst, deswegen. Ah, okay. Ich glaube, deswegen war die Schlange auch relativ lang. Ja. Da ist der Schwabe durchgekommen. Ja, das war eigentlich mit der Schüssel. Was nur 4 Sachen? Thomas Schüssel war dabei. Genau, also, hier sind noch für die 2 Big Macs. Wer begleitet euch dann eigentlich so bei diesen Wettkämpfen? Also sei es Olympia oder auch Welt- oder Europameisterschaften? Also bei mir war das letztes Jahr so, dass wirklich meine Familie da war, aber es war auch in Berlin. Ja. Deswegen konnte man sich das finanziell auch leisten. Also zum Beispiel jetzt nach Tokio fahren, fange ich jetzt keinen, der es mir hinterherfliegt und da zugucken kann. Aber mein Freund wird dabei sein. Der wird 2 Tage oder 1 Tag, bevor man die Quali stattfindet, dann da sein und zuschauen. Und wenn ich ins Finale komme, dann natürlich dann auch ins Finale. Aber sonst meine Familie... die schon vom Fernseher, dann verfolgen es einfach mit. Ja. Ja, bei mir auch die Familie. In Berlin waren alle dabei. In Berlin war auch eine große Freundesgruppe von mir da, die mit denen ich früher Sport gemacht habe. Und 2 von denen sind nach Berlin gezogen und da waren dann, glaube ich, es waren fast 10 Leute da. Und es war wirklich richtig cool, die hatten noch Plakate dabei und alles. Ich wollte gerade sagen, die machen sich doch dann bestimmt... Genau, da war dann fest. Ja. und nach Tokio, also meine Freundin hat auch geplant, dass sie mitkommt. Und wir wollten danach dann auch noch ein bisschen Tokio anschauen. Mhm. Und in Rio meine Schwester und Mann waren dabei. Also schon immer ein Fan-Trupp irgendwo am Start. Kurze Zwischenfrage zu Berlin. War denn jemand vom VfB auch dabei? Ja, der Patrick Wehnhardt und der Thomas Hitzlsperger, die waren bei den Finals dabei. Und haben sich das Ganze angeschaut. Und vom Funktionsteam, also Trainer, ja, aber auch sonst noch jemand, Physios, wer ist dann so in der Regel mit dabei? Also der DEV hat meistens wirklich Physios angestellt und Ärzte, die dann noch regelmäßig da sind. Ja. Und auch einige im Stadion auch wirklich immer da sind bei Problemen oder so kurzfristigen. Ja. Und im Stadion, in den Hotels sind meistens auch noch welche. Also man ist eigentlich immer betreut. Ja, da ist ein Riesenteam und wir haben das Glück, dass der Tamisch der Bundestrainer ist und deshalb bei den Wettkämpfen dabei ist. Ja. Und das ist natürlich hilfreich, dass wir unseren eigenen Trainer dabei haben, weil bei manchen Athleten ist das so, dass dann der Heimtrainer nicht mit kann. Ja. Ich glaube, Heimtrainerregel ist, dass wenn man Top 3 in dem Jahr ist in der Welt, darf man seinen Heimtrainer mitnehmen, wenn man nicht beim Bundestrainer trainiert. Mhm. Kann aber auch, ich meine, Top 3 ist. Und das ist natürlich schon eine Umstellung, weil man kennt seinen Trainer ja, man ist den ganzen Tag oder fast jeden Tag mit dem unterwegs und man kennt sich einfach auch im Wettkampf dann. Und deswegen haben wir da echt Glück, dass der Tamasch jedes Mal dabei ist eigentlich. Wie viel hätte man sonst, auch wenn er jetzt nicht Bundestrainer wäre, mit dem Bundestrainer zu tun eigentlich, denn nur doch immer bei... Fast gar nicht eigentlich. Also, nee, muss man echt auf Lehrgängen sieht man ab und zu den Bundestrainer vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Mhm. Und vielleicht bei größeren Wettkämpfen wie Deutschen Meisterschaften oder vielleicht irgendwelchen Meetings, aber wirklich relativ selten. Also eben mein Glück ist ja wirklich, dass mein Heimtrainer mein Bundestrainer ist. Ja. Und ich hoffe, siehst du dann deinen Bundestrainer? Ja, bei Lehrgängen im Trainingslager ist er immer dabei. Ja, und da schauen sie dann schon auch zu und schauen sich auch das Coaching an und sagen dann auch ihre Meinung dazu immer. Ja.
Aber es ist schon was anderes, wenn es der, Draht, also der Heimtrainer oder der Bundestrainer da ist. Und man hat ja volles Vertrauen eigentlich an Heimtrainer und Bundestrainer. Vielleicht kann der Heimtrainer auch einfach noch ein bisschen mental andere Kniffe ansetzen als der Bundestrainer, der eigentlich gar nicht kennt. Da gibt es vielleicht noch ein paar andere Tricks, wie man einen kitzeln kann in einem Wettkampf, wenn es mal nicht läuft. Mit einer Feder. Das ist jetzt ein Vortausch mit einer Feder. Das kann ich mir sogar vorstellen. Und wie sieht es dann zu Hause aus? Wie sieht da das Team hinter euch aus? Also neben Tamasch? Wir haben jetzt aktuell die Regelung im VfB, die ist jetzt ganz neu, dass wir in der Reha-Welt untergekommen sind bei der Physiotherapie. Da können wir dreimal in der Woche eine Stunde hin. Das ist auch schon durchgeplant bis Olympia, dass es da einfach einen festen Termin gibt, so wie es halt in die Trainingswoche passt. Wie war es davor? Davor war immer ein bisschen unterschiedlich, also bei mir zumindest. Ich habe immer wieder Physios gewechselt, war mal im OSP, dann bei einer Physio vom DLV, aber das Problem ist, dass das dann privat gezahlt wurde von mir. Okay. Und es geht halt einfach irgendwann auf den Geldbeutel. Ja, man merkt es halt einfach. Und deshalb ist es jetzt echt hilfreich, dass wir da in der Reha-Welt unsere festen Termine haben, immer beim gleichen Therapeuten, der dann auch einfach den Verlauf sieht, wie sich es entwickelt, ob die Behandlung was gebracht hat oder nicht. Und sonst war es eigentlich bei mir so Sport oder Psychologen habe ich nicht, Ernährungsberater brauche ich zum Glück nicht. Da, da habe ich Glück gehabt und kann eigentlich größtenteils essen, was ich will, und vor den Wettkämpfen passe ich halt ein bisschen mehr auf. Ja. Genau, deswegen ist eigentlich das so gerade das Hauptteam für den Winter. Ja, bei mir war das so, dass ich während meiner Verletzung und auch davor einen Arzt hatte, Dr. Steffen Kögel auf jeden Fall, der in Feuerbach ist, genau. Und von dem wurde ich regelmäßig behandelt, mindestens einmal in der Woche. Und es wird weiter so bleiben, dass der auf jeden Fall mein Hauptarzt ist, zu dem ich immer gehen kann. Und sonst war ich oft beim OSP, beim Physio. Oder wir hatten einen Physio, der in Bayern ist. Zudem sind wir vielleicht zweimal im Jahr hingegangen und wurden von ihm behandelt, aber das ist natürlich auch nicht der kürzeste Weg. Also man das ist schon der Füße, der auf mein Knie gemacht hat. Also es lohnt sich schon hinzugehen auf jeden Fall, aber es ist halt einfach mit Aufwand. Ja, man fährt ja schon fünf Stunden oder so. Also wir sind dann schon eine Woche da oder ein bis zwei Wochen da und wir werden dann komplett behandelt, mindestens einmal am Tag, und dann hat man noch zusätzlich Training bei ihm. Also es war ein sehr, sehr guter Physio und kompetent und hat sehr, sehr viel Erfahrung. Und durch ihn habe ich mich auch wirklich, also ist meine Sehne einfach besser geworden, muss man schon sagen. Ja, das sind eigentlich die hauptsächlichen, die uns dann unterstützen. Stichwort Sportpsychologe, braucht man einen, braucht man keinen? Ist das eine Sache, die jeder individuell selber handhabt? Also ich habe bis jetzt auch keinen gebraucht. Okay. Vom DEV gibt es auch eine oder zwei sogar Psychologen, zu denen man auch gehen kann. Ich habe es einmal im Trainingslager gemacht, es ist eine sehr, sehr nette Frau gewesen, mit der ich auch reden konnte, und ich denke mal, es hat mir auch teils geholfen, aber ich komme auch sehr gut ohne klar, sag ich mal. Okay. Ja, ich denke auch, dass es im größten Teil schon so einfach so geht. Ich meine, wenn es gut läuft, dann hat man, glaube ich, keinen großartigen Bedarf, aber ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich mal zu einem gehen soll, einfach um so ein bisschen, da kann man ja auch noch ganz andere Sachen machen für Konzentration im Wettkampf oder ein bisschen die Nervosität davor. Und gerade vor Olympia ist das vielleicht schon mal auch eine Überlegung wert. Ja, kann man einfach alles nutzen, was geht, ne? Das macht jeder individuell, da gibt es keine Vorgabe, ob man das machen sollte oder nicht. Das wird auch, also ich glaube, es bringt ja auch nichts, wenn das aufgezwängt wird. Das muss man einfach selber von sich aus wollen. Also das war auch interessant, wir hatten vor ein paar Wochen die Gelegenheit, hier im Nachwuchsleistungszentrum mal eine Führung mitzumachen und haben da ja auch gesehen, was da schon psychologisch ist, auch mit den relativ jungen Spielern gearbeitet wird, auch mit den Eltern gearbeitet wird. Also bei einem im Kontext zu Robert Enke damals. Genau, das war damals die Robert Enke-Woche auch noch, ja. Also von daher glaube ich, und daher kam auch die Frage, nimmt sowas mittlerweile schon auch einen gewissen Raum ein, weil wir haben ja auch über Drucksituationen gesprochen, darüber gesprochen, wenn man mal ein Motivationsloch ist, wenn man zumindest dann auf jemanden zurückgreifen könnte bei Bedarf, ist es ja auf jeden Fall schon mal ein gutes Netz, das man da hat. Also wir haben die Möglichkeit, beim DEV die Psychologen auch anzurufen, wenn wir nicht mal im Trainingslager sind, also dass wir immer die Möglichkeit haben, mit denen Kontakt zu knüpfen und Kontakt zu haben. Also das geht immer.
Ja. Reicht vielleicht auch die Stelle des Verbandes, weil man bräuchte den VfB nicht extra dazu, der solche Möglichkeiten schafft, oder ist das eine Kompetenzregelung? Oder? Ich denke, das ist bei Psychologen, dass man da die Wahl haben sollte, zu wem man gehen will. Ja. Also ich weiß, dass es beim VfB auch Sportpsychologen gibt, ja. Aber ich denke, man muss einfach mit den Leuten auch sich persönlich irgendwo verstehen und den Leuten vertrauen. Absolut, ja. Und von dem her, also die vom DLV, die stellen sich auch persönlich vor, man kann mit denen einfach mal so reden im Trainingslager und dann kommt man da einfach besser in Kontakt, glaube ich, mit. Und ja, es ist halt einfach auch alles schon geregelt, wie es abläuft und man muss sich da keine Gedanken machen. Also zum Beispiel die Psychologin beim DLV ist selbst Athletin gewesen, eine sehr gute Athletin im Speerwurf. Und ich denke mal, sie kann sich auch sehr gut in den Athleten hineinversetzen und durch ihre eigenen Erfahrungen. Das bringt ja schon sehr viel. Ja. Ich denke auch, dass die Drucksituation im Fußball vielleicht eine andere ist als in der Leichtathletik, weil man in der Leichtathletik einfach für sich alleine steht. Ja. Und ich meine, im Stadion vor 55.000 Leuten den Ball zu verlieren oder daneben zu schießen, ist schon nochmal eine andere Drucksituation, weil man es halt auch 34 Mal in der Saison hat. Oder wenn man bei Olympia einfach steht, ganz alleine im Stadion. Ja, aber es sind andere Momente. Ja, das ist klar, natürlich. Aber es ist ganz, ganz völlig was anderes. Also man ist ja wirklich ein Einzelkämpfer sozusagen. Und da steht man einfach alleine für sich, hat vielleicht eine Minute Zeit, um dann zu springen. Und was alles in einem vorgeht, in der Minute oder auch davor, das ist schon... Es geht ja eher in Richtung Mentaltraining. Ja, also, ja genau. So. Ja. Ja, genau. Einfach ein bisschen sich ablenken oder nochmal fokussieren. Ja. Oder meditieren, wie Mareike so. Oder meditieren. Geht alles. Ja. Wie würdet ihr denn dann, um da vielleicht einen Bogen zu schließen, so das euer Sportjahr 2019, so was wäre euer Fazit? Bei mir jetzt sehr durchwachsen, sage ich mal. Also ich habe ein gutes Ergebnis am Ende, 1,96 m, dann eben die Olympianorm. Aber auch viele negative Erinnerungen natürlich, Aspekte wie, dass ich wegen meiner Sehne einfach nicht bei der WM starten konnte, auch viele Wettkämpfe versaut habe wegen der Sehne. Ich habe mich mental sehr gut gefühlt, im Kopf war ich sehr fit und auch körperlich auch, aber leider konnte ich das nicht umsetzen, was ich eigentlich drauf hatte, aufgrund der Sehne. Ja. Und das ist mega ärgerlich. Und das erste Mal wirklich, dass ich nicht springen konnte bei einer großen Meisterschaft aufgrund der Verletzung. Das allererste Mal mit 29 und ich hoffe, dass es auch das letzte Mal war. Ja, bei mir auch eher durchwachsen, würde ich mal sagen. Ich war eigentlich gut drauf, aber dann ein paar kleinere Verletzungen und dann haben einfach ein paar Prozent gefehlt am Ende. Ich bin ja noch 8,5 Meter gesprungen bei den deutschen Meisterschaften, haben dann 12 Zentimeter gefehlt für die Norm, die dann nicht gereicht hat. Und im Nachhinein wäre ich über die Weltrangliste tatsächlich reingekommen. Ich bin jetzt nach der Saison 17. noch in der Weltrangliste, was ja eigentlich nicht schlecht ist, wenn man das so hört. Gar nicht. Von dem her bin ich eigentlich froh, dass ich jetzt nach der Saison ohne größere Verletzung rausgegangen bin. Und ich habe dann auch nicht großartig Pause gemacht, sondern wir haben gleich angefangen, an neuen Sachen zu arbeiten. Und von dem her bin ich jetzt nicht geknickt nach der Saison und freue mich jetzt einfach auf nächstes Jahr. Ja. Macht ihr auch für euch einen Cut? Also, dass ihr sagt, Kalenderjahr meinetwegen, so ist es 2019 rum, jetzt neues Spiel, neues Glück, es beginnt von vorne. Also ich kann es gut. Ja. Für mich ist es kein Problem zu sagen, okay, das war 2019, ist es vorbei und 2020 kann sich alles wieder verändern. Also ins Positive natürlich hoffentlich, dass ich keine Schmerzen habe, dass ich wirklich alles geben kann, um dann wirklich gut zu springen, eine gute Leistung zu bringen. Das ist für mich keine Schwierigkeit, eigentlich komplett einen Cut zu machen. Ja. Ja, ist eigentlich ganz gut, wenn man das kann, so in Saisons denken irgendwie. Ich habe schon eher so von, ich denke eher so von Oktober bis August, sage ich mal, und nicht in Jahren. Ja. Und gerade wenn man dann nach der Saison einfach mal 2 Monate hat, so ein bisschen runterkommen oder so, kann man da von vorne anfangen, wieder voll motiviert hat. Wenn es gut läuft, keine Schmerzen mehr und deswegen kann man das eigentlich schon gut schaffen, dass man dann einfach so von Saison zu Saison einen Cut macht. Das geht. Habt ihr denn, abgesehen jetzt davon, dass wir von Olympia und den anderen Meisterschaften, die dann nächstes Jahr noch kommen werden, gesprochen haben, persönliche Ziele für das neue Jahr? So ein bisschen. Nee, Quatsch.
so die Neujahrsstimmung auch so ein bisschen aufkommen zu lassen. Ja gut, ich habe mich für nächstes Jahr komplett auf Olympia fokussiert, ehrlich gesagt. Ja. Ja gut, ich möchte das Semester einfach gut abschließen und dann wirklich wieder neu anfangen mit weniger Seminaren und Vorlesungen. Ich habe privat, ich weiß es gar nicht. Es kann auch einfach nur sein. Also ich bin auch die 2,01 Meter. Genau, das hätte ich jetzt einfach. Das ist ja wieder, das ist jetzt, wieder sportlich. Ja, aber das hätte ich persönlich tatsächlich auch. Ach so, ja, gut, natürlich. Ja, dann, ja klar, die Bestleistung vielleicht mal wieder springen. Ja. Das letzte Mal, glaube ich, war 2017. Ja. Ist ja auch schon ein bisschen her. Ja. Und ja, das möchte ich auch wieder. Also möchte ich auch wieder rankommen. Mhm. Und unverletzt dann wirklich dann daran teilnehmen an Wettkämpfen und zeigen, was ich kann. Bei dir irgendwas Privates? Hauptsächlich ja schon sportlich. Nee, bei mir, ich will unbedingt nächstes Jahr Bestleistung springen, weil das jetzt bei mir noch länger herrscht, 2015. Und ich eigentlich sehe schon seit 3-4 Jahren, dass es im Training immer besser wird, aber irgendwie die Leistungen im Wettkampf sich noch nicht widerspiegeln. Von dem her würde ich gern Bestleistung springen, weil es auch gleichbedeutend ist auf jeden Fall mit Olympianorm. Mhm. Und damit hätte ich dann 2 Fliegen mit einer Klatsche. genau, das ist mein Hauptziel erstmal. Da wünsche ich mir natürlich jetzt schon mal viel Erfolg dabei. Würden ganz gern nochmal einen Schwenk machen zum VfB und haben da mal was vorbereitet zum Anhören. Was fällt euch als erstes ein, wenn ihr an VfB und deutsche Meister denkt? 1984, meine erste Meisterschaft selber erlebt im Stadion. 92, Guido Buchwald in Leverkusen. Party, Spaß, ganz statt der Kurve und die hüpfende U-Bahn zurück in die Stadt. 2007, Hitzelsberger. Timo Hildebrand in Bochum. Timo Hildebrand. Sehr weit weg, unrealistisch. Eigentlich gar nichts. Ihr musstet gerade ein bisschen schmunzeln. Wenn ihr euch das so anhört, wie habt ihr denn die Aussagen wahrgenommen? Oder wie nimmt ihr gerade die Aussagen wahr? Mir war es eigentlich schon fast bewusst, dass wir als Leichtathleten jetzt nicht irgendwie erwähnt werden oder jetzt irgendwie, dass über uns mal kurz nachgedacht wird, sagen wir mal so. Ja, aber einerseits ist es natürlich mega traurig, weil wir sind jetzt keine schlechten Athleten. Wir waren bei den Olympischen Spielen, werden vielleicht beide wieder daran teilnehmen können und wir sind erfolgreich, sage ich mal. Und es ist schon schade, dass wir jetzt nicht irgendwie erwähnt werden, sozusagen, dass Leichtathletik nicht irgendwie im Fokus steht. Also nicht im Fokus, aber nicht mal eben genannt wird. Ja, das ist halt bei einem Fußballverein auch irgendwo ein Teil. Ich weiß noch, als ich damals meine Vertragsverlängerung mit dem VfB gepostet habe, hat einer drunter geschrieben, ob ich nicht Mittelstürmer spielen kann. Also das ist halt beim VfB, die Leute, die im Stadion sind, die wollen Fußball sehen oder die denken nicht in die Leichtathletik. Mhm. Ich denke, früher wäre es vielleicht noch schöner gewesen, mit der Tartanbahn hätte vielleicht mal jemand dran gedacht, dass da noch eine gute andere Abteilung ist oder dass es noch viele andere Abteilungen gibt beim VfB, die sehr guten Sport machen. Aber dadurch, dass jetzt die Bahn noch aus dem Stadion raus ist, ist halt das Bewusstsein einfach überhaupt nicht mehr vorhanden, glaube ich, bei den Fans, die im Stadion sind. Oder bei wenigen Fans noch vorhanden, dass es da noch eine andere Abteilung gibt, aber im Großen und Ganzen geht es halt um Fußball erstmal. Das stimmt. Also ich meine, auch wir finden es schade. Das ist ja auch unter anderem die Motivation gewesen, genau heute sich mal zusammenzusetzen und auch mal über euch und auch über die Leichtathletik zu sprechen. Aber natürlich auch darüber zu sprechen, wie denn die Leichtathletik beim VfB eigentlich, verankert ist. Ja, also jetzt, wo er noch im Präsidium im e.V. war, war ja Thomas Hitzelsberger auch zuständig für die Leichtathletik. Der ist jetzt weg, mit anderen Aufgaben betraut, es stehen Wahlen an, da kommt ein neues Mitglied. Nehmt ihr euch denn als Teil vom VfB wahr oder ist es schon fast eher ein bisschen abstrakter? Also das ist vielleicht, um es mal ganz überspitzt zu formulieren, am Ende nur der Briefkopf, der auf dem Vertrag steht. Nee, also wir sind schon ein Teil des VfBs. Also wir starten ja auch national für den VfB. Also bei deutschen Meisterschaften, baden-württembergischen Meisterschaften haben wir das Trikot vom VfB an und sagen, okay, wir gehören zu einem Verein. Ja. Und das steht natürlich auch auf dem Blatt, also alles eigentlich. Aber es ist halt so natürlich, dass wir ein kleiner Teil des VfBs sind. Also für viele überhaupt nicht bekannt.
Und nicht nur Leichtathletik, sondern auch viele andere Sportarten, die beim VfB sind, werden auch gar nicht erwähnt. Ja. Hat das überhaupt dann, wenn es um Einzelsportler und Einzelsportarten geht, die Reputation? Also zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt, ihr habt ja unter anderem in Tübingen beim LAV oder seid für den Verein angegangen zu den Wettkämpfen, dann kam irgendwann der VfB. Ist das dann auch für euch ein Ding gewesen, wie, okay, der VfB klopft an, oder ist das einfach nur so, ja, nächster Schritt? Also für mich war es schon was Besonderes, weil ich natürlich auch VfB-Fan bin und war und ich auch gewusst habe, dass die Leichtathletikabteilung da schon eine gewisse Tradition hat. An sich die Leichtathletikvereine und auch Abteilungen unterscheiden sich da jetzt nicht so großartig. Beim VfB geht man nach den deutschen Meisterschaften zum Beispiel zusammen essen, hat dann noch eine gute Zeit zusammen. Das ist aber in Tübingen ähnlich gewesen. Genau, aber ich habe insgesamt auch das Gefühl, dass die Leichtathletik beim VfB jetzt in letzter Zeit schon, es wird probiert, dass es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, gerade mit Patrick Wehnhardt, die interessieren sich dafür, da wird sich für eingesetzt und das ist schon ein schönes Gefühl auch. War das dann tatsächlich auch, also wenn es jetzt eher eine neuere Entwicklung ist, kann man das mit Thomas Sitzelsberger irgendwie ein bisschen in Verbindung bringen oder ist es eine generelle Entwicklung? Also hört ihr das von den Hockey-Kollegen auch, wenn ihr euch mit denen unterhaltet? Oder? Habt ihr überhaupt Kontakt mit anderen Abteilungen? Tatsächlich hatte ich mit anderen Abteilungen also nicht viel Kontakt, weil ich war mal ein Fotoshooting, wo alle da waren, wo man dann auch mal sieht, wie viele Abteilungen es tatsächlich gibt, so Faustball und alles mögliche, die auch sehr erfolgreich sind. Für mich persönlich, also ich habe schon das Gefühl, dass es mit dem Thomas Hitzelsberger auch zusammenhängt. Ich habe mit ihm auch viele Treffen gehabt letztes Jahr nach der EM und wir haben uns viel überhalten, wir haben uns darüber unterhalten, wie es weitergeht im VfB und was es noch für Möglichkeiten gibt, die der VfB auch ausschöpfen kann, und hatten da auch viele positive Gespräche und auch gute Ideen von ihm, weil er halt gerade als ehemaliger Athlet und Fußballer auch schon in der Denkweise drin ist von einem Sportler und weiß, auf was es ankommt. Und dann auch sieht, wo man vielleicht auch in den anderen Abteilungen noch ansetzen kann, wo es noch Verbesserungspotenzial gibt. Und ich denke, dass er da schon einen großen Anteil auch mitgewirkt hat. Wenn man dann immer redet, das Leben beim VfB oder beim VfB unter Vertrag zu sein, fällt es mir ehrlich gesagt ganz, ganz schwer, sich ganz konkret vorzustellen, was es bedeutet, beim VfB zu sein. Was bedeutet das, also jetzt nicht auf emotionaler Basis, sondern rein auf praktischer Ebene, was bedeutet das euch, beim VfB zu sein, von Beginn von den Trainingsmöglichkeiten über die medizinische Betreuung? Ihr habt ja gerade jetzt die Reha angesprochen. Könnt ihr quasi dann alles nutzen, das, was ihr benötigt? Also wir trainieren nicht direkt hier, sondern in der Molly-Schaufeller-Halle, dieses im Olympischutzpunkt. Das ist nicht weit weg von hier. Und eben diese Reha bei der VfB-Reha-Welt nutzen wir jetzt auch seit kurzem. Ja, der VfB hat als großer Verein einfach andere Möglichkeiten als es zum Beispiel Tübingen, gerade mit der Reha-Welt, die hier auch wirklich in Laufweite ist. Ja. Und das ist jetzt für mich jetzt ganz geschickt, auch mit der Uni. Ich kann hier mittags essen, habe eine Kantine- oder eine Mensa-Karte bekommen und dann kann ich einfach kurz nach dem Training hier was essen und dann gehe ich weiter in die Uni. Die Reha-Welt ist 5 Minuten von der Trainingseinheit. Ich habe jetzt die Termine immer so gelegt, dass ich trainiere und dann direkt danach bei der Physio bin. Ja. Das ist für mich schon so ein bisschen wie ein Campus hier jetzt beim VfB. Ja, und das sind natürlich schon gute Bedingungen und auf jeden Fall besser, wie wenn ich jetzt nochmal eine halbe Stunde danach dann zum Physio fahre, dann noch mit dem Essen irgendwo schauen muss, ob ich was in der Stadt bekomme. Das ist jetzt also schon optimal gelöst eigentlich gerade. Und gerade solche Möglichkeiten kann halt eigentlich nur ein großer Verein anbieten. Ja. Gibt es auch außerhalb der, ich nenne es jetzt mal, sportliche Infrastrukturthemen, wo euch der VfB unterstützt? Also bei mir wird das Marketing mit übernommen vom VfB. Ja. Wir hatten auch schon eine Fortbildung mit Social Media, mit der Nachwuchsabteilung, wo es darum ging, was man halt so posten sollte und was man lieber für sich behalten sollte. Ja. ja, da gibt es schon auch außerhalb dann Möglichkeiten, wie wir gefördert werden können. Mhm. Dann lass uns doch mal über das Marketing oder die Vermarktung sprechen. Das ist ja ein ganz großer Punkt, weil auch da wird ja
wird vieles vom Fußball überstrahlt, beziehungsweise das, was da halt umgesetzt wird, ist ja mitnichten in wahrscheinlich 99% aller anderen Sportarten so. Wie nehmt ihr das denn wahr? Ja, also ich finde es für mich persönlich schon schade, dass wir relativ wenig erwähnt werden, sowohl also weder in Facebook noch in Instagram, wo wir beide wirklich eine Seite haben. Das wäre mal ganz schön, dass wir wirklich mal öfters mal reingestellt, also dass wir irgendwelche Informationen über uns, deutsche Meisterschaften, vielleicht die Quali-Norm für die WM, EM oder dass es ja wirklich mal erwähnt wird. Das wäre mal ganz schön. Ich wurde diesmal im Katalog auch abgedruckt. Das fand ich ganz schön. Was ich ein bisschen schade fand, war, ich war wirklich hatte da zwei Stunden das Fotoshooting, aber leider war nur ein Bild zu sehen, was ich ein bisschen schade fand, weil man investiert ja schon Zeit und es wäre mal ganz schön, wenn da vielleicht zwei oder vielleicht drei Bilder vielleicht mal. Mehrere Produkte. Ja, genau, ich habe wirklich mindestens 10 oder 15 Outfits gehabt und nur eins davon wurde dann abgedruckt und es war wirklich in den letzten, das Bild wurde genommen, was wirklich in den letzten zwei Minuten da gemacht wurde. Und alles andere halt leider nicht. Das wäre schon mal ganz schön gewesen, wenn das dann wirklich mal genutzt wird. Mhm. Und ja, das honoriert wird, dass man wirklich dann noch so zwei oder mehrere Stunden vielleicht dann investiert dafür. Ja, marketingtechnisch mit dem Fußball ist es halt einfach ein Problem, weil gerade in Stuttgart der Fußball die ganzen Sponsoren abzieht. Die sind alle schon voll beim VfB in der Fußballabteilung mit drin. Und da bleibt dann für, sagen wir mal, den normalen Leichtathlet oder den normalen Sportler nicht mehr viel übrig. Und es ist auch einfach so, dadurch, dass der Fußball alles überstrahlt. Ich meine, wir bekommen kaum Zeitungsartikel, deutsche Meisterschaften. Dann kommt Konstanze Klosterhalfen aus Leverkusen, kriegt einen Artikel und wir werden in so einem kleinen Beisatz erwähnt. Ja. Und bei sowas fängt es eigentlich schon an, dass es einfach für uns dann als Sportler schwer wird, hier irgendwie präsent zu sein. Das ist irgendwie schwierig, weil ich zum Beispiel nicht in der Sportfördergruppe bin. Ja, ich kriege jetzt mein Gehalt vom VfB und kann dadurch jetzt den Sport treiben, aber wenn das jetzt mit dem VfB nicht wäre, hätte ich tatsächlich Probleme, den Sport einfach durchzuführen, weil ich meine, von irgendwas muss man leben, man muss Miete zahlen, wie jeder andere auch, man muss ein Auto abbezahlen, wie jeder andere auch, man muss noch essen, man muss vor allem auf sein Essen auch aufpassen ein bisschen, dass man nicht nur irgendwelchen Ramsch ist, sag ich mal. Und da ist das Marketing in der Zwischenzeit für Leichtathleten, also ich kann es nur für mich sprechen, schon schwierig. Ich bin 17 in der Welt und ich habe Probleme, irgendwie noch Unterstützer zu bekommen außerhalb vom VfB. Ja. Und das ist irgendwie, hört sich das komisch an, ja, ich bin mein 17 in der Welt. Muss man erstmal sein, auch es war jetzt ein schwieriges Jahr für mich, gerade wegen der Uni auch und so, und ich bin trotzdem noch 17 danach. Aber die Sponsoren und so, das interessiert die in der Zwischenzeit gar nicht mehr. Da ist hauptsächlich Fußball oder man ist halt auf Instagram erfolgreich. Ja. Und wenn man weder Fußball spielt oder auf Instagram großartig Lust hat, also da hat man einfach ein Problem. Dann ist man Teil der Wir sind Stuttgart-Kampagne unter anderem auch. Also das jetzt nicht in der Form jetzt abwertend gemeint, sondern einfach, das war eine Aktion, bei der du dabei warst. Marie, du warst nicht bei der Kampagne dabei. Wie nimmt man das denn wahr, wenn man Teil von einer Kampagne ist und dann am Ende immer wieder mal gerne dann trotzdem als vorgeschoben wird oder vorgezeigt wird, aber am Ende dann im Hintergrund diese Gedanken, die du jetzt gerade erläutert hast, im Kopf herumgehen? Ja, es ist schon schwierig, ich war gern bei der Kampagne dabei, weil ich natürlich auch nicht wollte, dass der VfB jetzt irgendwie absteigt. Und ich wollte die schon auch unterstützen, aber man ärgert sich irgendwo schon, auch jetzt aktuell. Es geht halt immer mehr um Instagram und Zeug. Es geht nicht mehr um den Sport an sich. Und das ist was mich wirklich richtig nervt, gerade in der Leichtathletik. Das eine kommt mit dem anderen. Ja, man macht Sport, man ist erfolgreich, dann kommt das andere ja alles mit sich, man wird ein bisschen populärer. Und in der Zwischenzeit gibt es aber auch genügend, die halt bei Instagram erfolgreich sind und im Sport nicht ganz so erfolgreich und die greifen die Verträge ab. Ja. Und meiner Meinung nach ist es halt irgendwo schade. Natürlich muss man den Sponsoren auch was zurückgeben, das kann man aber auch als Athleten irgendwie in anderer Form machen. Man muss nicht auf Instagram nur Bilder posten und Werbung machen, man kann auch
sich einmal bei denen vorstellen und über irgendwelche Themen sprechen zum Beispiel. Und ja, ich finde es einfach schade, dass es da jetzt nicht mehr so um den Sport geht an sich, sondern eher um das Ganze außenrum. Und ich mache den Sport, weil ich den Sport mag und nicht, weil ich gern Werbung für mich mache. Mhm. Ja, das ist ja dann so eine Dualität, in der man drin ist. Ja. Genau. Du hast ja gesagt, ich will Sport machen. Auf der anderen Seite habe ich aber natürlich auch Dinge, die grundlegend dazugehören. Also sei es das Gehalt, um sein Leben zu bestreiten oder sonstiges. Woraus dann wieder folgt, wenn schon etablierte Medien, jetzt Zeitungen, sei es lokale Zeitungen oder auch überregionale Zeitungen bis hin zum Fernsehen, da der Anteil immer weniger wird, wo man da auch präsent sein kann, dann folgt ja eigentlich daraus, wenn ich da noch irgendwie Reichweite aufbauen will, dann muss ich es selber machen. Sind wir wieder bei Instagram und Konsorten. Ist also schon so ein bisschen ein Teufelskreis eigentlich. Ja, ist ja eine zusätzliche Arbeit für einen Sportler. Ja. Also wenn man es wirklich richtig machen möchte, dann muss man schon mindestens alle 2 Tage was posten, in die Story rein, was reinstellen, und da muss man schon sehr viel Zeit investieren, und so viel Zeit haben wir vielleicht teilweise auch gar nicht. Ja. Wenn wir beide in der Uni sind und dann auch noch trainieren, und Privatleben hat man ja auch noch, und das muss man natürlich, da sollte man auch einen Teil zumindest veröffentlichen, präsentieren, und wenn man das einfach nicht möchte, es gibt ja viele Sportler, die das einfach nicht wollen. Das nimmt das einfach viel Kapazitäten weg. Ja. Fotoshootings sind anstrengend. Schon zum Zuschauen. Zum Machen, wirklich. Ah, Fotoshootings sind anstrengend. Nee, und die ganzen Sachen, die Termine sind ja auch anstrengend. Ja. Also es ist immer so, auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite ist es aber gerade schwierig, wenn man jetzt auf einen Hauptwettkampf hin trainiert. Ja. Das sind halt alles Sachen, die irgendwo dann ablenken. Und einfach nochmal deine Zeit wegnehmen, ein bisschen dich zu regenerieren oder... Ja. Aber gleich ist es auch schön, wenn man auch anderen Leuten zeigen kann, wie es einem geht, was man erlebt. Das ist, hat auch das wirklich sehr viele alles, Vorteile. Man möchte es nicht schlecht reden, das ist wirklich nicht. Ja. Aber das eben das, man muss sehr viel Zeit investieren und auch viel Privates zeigen. Aber andererseits möchte man auch so die Fans sozusagen oder die Leute, die dich halt wirklich mögen, dann auch nicht enttäuschen und zeigen, was man drauf hat sozusagen. Ja, ja. Also es hat eben, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Machst du das alles dann auch quasi über deinen Account selber, oder hast du dafür dann auch Agenturen, die sich darum kümmern? Also ich bin bei Schwarmsport, ist meine Agentur, da war Fabi auch vor einem Jahr. Und Instagram mache ich selbst, also komplett selbst, und Facebook eigentlich, sagen wir mal, 50-50. Okay. Also auf jeden Fall, die haben auch Zugang dazu zu Facebook und können auch was ändern oder was hinzufügen. Aber Instagram ist zum Beispiel komplett von mir dann, alles meins, sozusagen. Ja, ich meine, auch das ist ja immer eine Frage, wenn man dann sieht, also welchen Anspruch hat man auch selber, also an Authentizität und so weiter, soll es wirklich dann ein Agentur-Account sein, der auf Hochglanz poliert ist, oder halt dann vielleicht auch nicht, aber dafür nahbarer und authentischer. Ja, wir beide haben eine Homepage, ne? Du hast auch noch eine Homepage, oder? Gerade aktuell nicht, ne. Okay. Ja. Ich dachte, du hast okay. Ist denn dann aber nicht auch so, würde ich jetzt zumindest daraus folgern, auch eine Idee oder Wunsch, wie auch immer man es formulieren will, auch in Richtung VfB, zu sagen, hey, wisst ihr, wir sind auch Spitzensportler bei euch, ihr habt eine Social Media Abteilung, kümmert euch doch auch mal ein bisschen mehr um uns. Ja, das habe ich ja vorhin erwähnt, dass es immer ganz schön wäre, wenn sie uns mal wirklich ein bisschen repräsentieren, weil wir wirklich für den VfB auch stehen und die auch bei unseren nationalen Wettkämpfen präsentieren. Und wenn wir bei Olympischen Spielen oder internationalen Wettkämpfen teilnehmen, können die immer wieder sagen, okay, das sind unsere Athleten, das sind unsere Sportler. Mhm. Und da wollen wir auch ein Stück von denen natürlich, dass die uns mal entgegenkommen. Ja. Das wäre immer gar nicht schlecht. Ja, wobei ich jetzt tatsächlich von denen auch Hilfe bekomme in Social Media Sachen. Also da wird was gemacht bei mir. Gut, ja. Jetzt ist es ja bei Bayern 04 Leverkusen ist eine ähnliche Konstellation. Also die haben auch einen Fußballverein und Leichtathletik. Bekommt ihr da, wenn ihr dann mit den mit Sportlern sprecht, läuft es bei denen ähnlich? Ist es da anders? Ehrlich gesagt habe ich da gar nicht so riesig Informationen. Ich weiß nur, dass also die Bayer Leverkusen Leichtathletik ist noch wesentlich größer als der VfB. Das sind wir noch in Kinderschuhen. Zum Beispiel hat der
Bayer Leverkusen am Stützpunkt und Bayer Leverkusen an sich, die haben viele DLV-Physios, die auch bei den Wettkämpfen später dabei sind. Mhm. Was natürlich für die Athleten toll ist, dass sie sich einfach vom gleichen Physiotherapeuten auch bei den großen Meisterschaften behandeln lassen können. Aber wie das finanziell und marketingtechnisch bei denen abgebildet ist, das kann ich gar nicht sicher sagen. Da kann ich auch nicht viel dazu sagen. Aber es ist halt einfach... Es ist schon ein Schritt weiter als beim VfB. Ja. Beim VfB haben wir jetzt auch gut Fortschritte gemacht. Ja. Aber für ganz oben kann man schon noch nachlegen. Ja. Wie empfindet ihr denn die Haltung der Mitarbeiter? Ist das im Moment so eine Arbeitsatmosphäre, die antreibend ist, dass man sagt, man versucht auch stetig die Einrichtung zu verbessern und den Schritt zu Leverkusen bestmöglich zu schließen und dann einfach step by step weiter nach vorne zu kommen? Also ich habe schon das Gefühl, dass gerade sehr viel in die Richtung gemacht wird und sich auch reingehängt wird für die Leichtathletik. Ich stehe häufig im Kontakt mit Patrick und wir tauschen uns aus und gerade ist auch mit der Reha-Welt, das hat jetzt eine Weile gedauert, aber es hat funktioniert im Endeffekt und zum richtigen Zeitpunkt jetzt funktioniert vor Olympia. Und wenn es so weitergeht, dann denke ich, ist der VfB auch in den anderen Abteilungen auf einem guten Weg einfach. Und es ist auch schön zu sehen tatsächlich, dass sich was bewegt und dass nicht einfach nur gesagt wird, nee, wir sind jetzt hier gerade im Fußball beschäftigt, zweite Liga, wollen wieder aufsteigen, dass das gerade, also es ist nicht nur der Fokus auf Fußball, sondern wir haben auch, also ich habe das Gefühl, dass auch sie einfach gerade um die Leichtathletik auch gut gekümmert wird. In welchem Bereich der Leichtathletikabteilung steht die größte Arbeit bevor, aus eurer Sicht? Wo muss man am meisten machen? In welchem Bereich der Leichtathletikabteilung? Also von den Einblicken, die ihr jetzt bekommt, gibt es eine Sache, die ihr sagt, okay, also da müsste man möglichst schnell, möglichst viel aufholen oder Fortschritte machen. Also anders gesagt, gibt es eine Sache, die euch in der Form gerade besonders nervt. Ich muss sagen, das ist für mich, also mich nervt es gerade nicht so arg. Ich denke einfach, dass also der VfB ist ja eigentlich auch in der Kinderleichtathletik recht gut aufgestellt. Mhm. Ja, es sind viele gute Trainer, es sind auch, ist auch viel Nachwuchs und das ist auch schon mal ein gutes Zeichen, denke ich, dass viel richtig gemacht wird. Aber gerade im Spitzensport gibt es ja zum Beispiel gäbe es ja noch eine Team-Deutsche Meisterschaft, das war in Tübingen hochgeschrieben. Die überhaupt noch die Team-DM? Ich glaube nicht. Bevor ich jetzt irgendwas verzapfe. Ich habe nichts davon gehört in den letzten Jahren. Es gab es mal, ich war sogar mal dabei, aber es ist wirklich lange her, da war ich nicht in Tübingen. Es kann sein, dass die DLV die eingestampft hat, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Gut, kann man ja bei Gegebenheit, falls es einen interessiert, auch nachrecherchieren. Ja, einfach so, dass in der Spitze der VfB sich noch ein bisschen breiter aufstellt. Ich denke auch, die Trainer an sich haben einfach Probleme, was zu bekommen, und es wäre auch schön, vielleicht einfach gerade vielleicht noch die Trainer ein bisschen besser zu unterstützen beim VfB, dass einfach die in Ruhe arbeiten können, sich auf ihre Athleten konzentrieren können und auch vielleicht öfters Training anbieten können. Also wir sind jetzt abgesichert mit dem Tamasch, der ist ja vom DLV finanziert und angestellt, aber ich denke gerade, dass es in der Leichtathletik an sich schon noch viele Stellschrauben gibt, sei es Trainer oder einfach die Reha-Welt auch wirklich für alle anderen auch irgendwie zu öffnen, dass man da vielleicht einfach auch schafft, irgendwann mal Physios abzustellen für die Abteilungen. Ich denke, Hockey wird ja auch nicht ohne Physios spielen zum Beispiel. Also ich denke, dass es gerade so kleinere Sachen sind, die man da schon noch verändern kann. Aber alles in allem ist der VfB da auf einem guten Weg. Habt ihr als Spitzensportler eigentlich Kontakt dann zu den Breitensportlern? Also seid ihr mal, wenn die Jugendlichen trainieren oder sowas, mal dabei? Gibt es Veranstaltungen, gemeinsames Training, was weiß ich? Also bis jetzt hatte ich jetzt persönlich keinen Kontakt zu anderen Sportlern, die beim VfB sind. Ich hoffe, vielleicht, wenn es mal angeboten wird, würde mich auch sehr interessieren, was die anderen machen, sag ich mal so. Aber bis jetzt wurde ich nicht gefragt, beziehungsweise gab es bis jetzt auch keine Angebote. Mhm. Aber wenn es wirklich das Angebot gibt, dann nehme ich das gerne an. Ja, weil ich meine, man sieht es, wir müssen dann doch nochmal über Fußball sprechen, aber da ist es ja auch so, durch dieses Nachwuchsleistungszentrum in unmittelbarer Nähe zu den Profis, wenn man die trainieren sieht, das ist halt, wenn du halt 10 Jahre alt bist, ja, oder ein bisschen, das ist ja eine geile Motivation. Ja, total. Ja, also das ist draußen auch ein bisschen einfacher, wenn wir in der Freiluftsaison sind, das sind wir auch draußen auf der Anlage und da sind dann auch die Nachwuchsgruppen schon dabei und sehen das dann auch, wie wir trainieren. Und in der Halle ist auch eine Trainingsgruppe, die schon... sind viel jüngere dabei eigentlich. Ja, die aber dann auch da mittrainiert, aber auch in der Halle ist. Also man sieht sich da schon ab und zu und dann gibt es gerade draußen noch ein paar Wettkämpfe,
Das wäre vielleicht mal noch ein Ansatz für den VfB, dass man mal wieder tatsächlich, auch wenn es die Bahn raus ist, dass man einfach mal wieder als Leiter der Abteilung ein internationales Meeting auf der Festwiese einfach zu Gang bringt. Dass, also wir sind viele gute Athleten, es gibt ja noch die Alina Rotaro zum Beispiel, Weitsprung, die auch bei der WM war in Doha, dass man da vielleicht einfach im Stadion Festwiese mal einen Wettkampf aufzieht, wo man einfach auch wo die VfB-Leute sich präsentieren können. Ja. Wo vielleicht auch man dann mal Werbung machen kann im Stadion, dass einfach da ein bisschen Fans generieren, also mal auch eine andere Sportart sich anschauen. Und ich meine, 2007 beim Weltfinale, das Stadion war fast ausverkauft. Mhm. Also ich denke, Stuttgart ist schon eine Stadt, in der es noch viele Leichtathletik-Fans gibt von früher auch noch. Und ich denke, dass man da schon auch als VfB eine Chance hätte, sich da noch ein bisschen breiter aufzustellen, wenn man will. Und auch einfach noch eine größere Fangruppe gewinnen kann, die dann auch sehen, dass der VfB nicht nur Fußball ist, sondern auch sich für die Leichtathletik einsetzt und da wirklich auch ein internationales Meeting mal auf die Füße stellt. Mhm. Mit allem, was dann daraus folgen kann, wie jetzt wieder Thema Sponsoren und so weiter und so fort. Genau, ja. Aber man kann sich auch einfach mal in der Region präsentieren, weil sonst ist es halt das Problem, dass man als Leichtathlet häufig irgendwo unterwegs ist und dann kriegt man es nur über die Ergebnisliste mit oder vielleicht ein Livestream, was aber auch in der Leichtathletik nicht immer der Fall ist. Und man hat einfach die Möglichkeit, da mal den Sponsoren auch zu zeigen, wie spannend eigentlich die Wettkämpfe sein können. Gerade man muss ja nicht alle Disziplinen machen, dann ist es auch recht kurzweilig. Das ist ja der Trend, der es auch nicht immer gut ist, aber gerade hier, wenn man ein kleineres Meeting macht, dann macht man halt 4-5 Disziplinen und kann nah an den Athleten sein, kann man danach noch ein bisschen reden. Das wäre vielleicht eine Idee, wie es auf jeden Fall weitergehen kann. Ich denke, für die regionalen Sponsoren ist es auch was Besonderes, wenn es wirklich in Stuttgart was Größeres stattfindet an Wettkämpfen. Also ich glaube, das ist motivierend auch. Ja. Und es ist nicht weit weg vom Stadion. Und das Stadion Festspiel ist auch echt eigentlich eine schöne Anlage an sich, wo man auch was, also es ist nicht komplett ausgebaut, aber wenn man da ein bisschen nachbessert, hat man da eine gute Sache und kann da auch schon größere Sachen ausrichten. Ja. Könnte auch eine Sache sein, die vielleicht der zukünftige Präsident mit zu tun haben wird. Ein Wort dazu, verfolgt er die Wahl? Ist die für euch jetzt bedeutend oder war das in der letzten Zeit für euch bedeutend, wer Präsident ist oder wer nicht? Und es geht jetzt nicht darum, irgendeine Wahlempfehlung oder so abzugehen, sondern nur generell euer Verhältnis quasi, so euer Rangverhältnis in der Rangordnung. Also mit dem letzten Präsidenten Dietrich hatten wir auch persönlich Kontakt gehabt. Also mit dem haben wir auch die Verträge abgeschlossen. Wir haben sogar mal in Südafrika gesehen. Der hat nämlich ein Haus, glaube ich. Ja, wissen wir. War der auch mal da? Nee, aber komische Nachbarn. Okay. Ja, auf jeden Fall hat er uns wirklich besucht bei uns im Trainingslager. Also der hat wirklich versucht, auch mit uns persönlich in Kontakt zu treten. Okay. Und mich würde es einfach interessieren, wer als nächstes dann kommt. Ja. Ja, und vielleicht kommt da jemand dran, der die anderen Abteilungen noch ein bisschen mehr fördern kann. Oder ja, das auf jeden Fall. Für die anderen Abteilungen auch einsteht und sich dafür einsetzt, dass da in allen Abteilungen einfach nochmal einen Schritt nach vorne gemacht wird und vielleicht einfach nicht nur Fußball, sondern auch die anderen Abteilungen einfach ein bisschen was vom Kuchen abkriegen. Ja, dass er ein bisschen mehr Interesse hat, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, beide haben sich in die Richtung schon geäußert, dass sowohl der Breitensport, aber halt auch der VfB mit allen seinen Abteilungen da schon ein Gewicht haben soll. Aber gut, wer weiß, wie es ist. Auch da wird man wahrscheinlich viel vom Fußball dann vereinnahmt. Ja. Während auf der anderen Seite, wenn ihr, wie ihr es ja vorhin gesagt habt, dass ihr das Gefühl habt, dass sich jetzt auch mit Thomas Hitzesberger so ein bisschen was angeschoben hat, das ist also, ist ja ein Zeichen, es ist möglich. Ja, man muss es halt dann auch wirklich wollen am Ende, denke ich mal, von Vereinsseite aus. Aber dahinter stehen einfach, das Interesse haben. Wenn wir über den VfB hören, dann ist es ja auch so, dass unsere Hörer größtenteils sehr, sehr viele, wir haben fast nur VfB-Fans eigentlich, die uns hören. Gibt es etwas, das ihr unseren Hörern in Bezug auf euren Sport beim VfB abschließend mitgeben möchtet? Ja, vielleicht einfach mal bei einer WM oder bei Olympia einschalten und sich wirklich auch die Zeit nehmen und ein bisschen drauf einlassen. Mal schauen, wie die anderen Sportarten sind, und man wird recht schnell feststellen, dass es auch da schöne Spannungsbögen gibt in den Wettkämpfen und man es auch echt schön echt gut anschauen kann. Ja, und vielleicht bleibt da irgendjemand hängen und kommt auch mal so im Stadion vorbei, wenn Wettkämpfe sind.
Ich hätte es nicht besser sagen können. Nee, aber ich finde es auch, also ich finde als VfB-Fan ist es auch wirklich interessant, mal die ganzen anderen Sportarten in den verschiedenen Abteilungen zu entdecken und einfach zu erfahren, was es für Sportarten gibt. Und das wäre mal sehr interessant. Und das, was der Fabi gesagt hat, würde ich dann auch hinzufügen. Einen kleinen Beitrag wollen wir mit dieser Folge leisten. Ja. Bedanken uns bei euch, dass ihr Zeit hattet für uns. Wünsche euch natürlich alles Gute. Erstmal jetzt eine gute Weihnachtszeit, guten Rutsch ins neue Jahr und dann volle Power für Olympia und alle Wettkämpfe, die anstehen. Viel Erfolg und Gesundheit vor allem. Und wir verabschieden uns an der Stelle, wünschen eigentlich unseren Hörern das Gleiche. Ja, kommt gut ins neue Jahr. Ich hoffe, es ist, kehrt etwas Ruhe ein in den nächsten Tagen und Wochen. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den gängigen Plattformen bewertet, Rezensionen hinterlasst, das hilft uns. Wollen auch nochmal auf das Thema der Spenden für Dennis kurz hinweisen. Der Link zur GoFundMe-Kampagne, der ist in den Shownotes. Wir haben ja in der Viererkette einiges an Spenden schon für ihn bekommen können. Er ist schon ein gutes Stück weiter, aber es fehlt noch ein bisschen was, damit er seine Operation machen kann in Spanien. Und ja, von meiner Seite aus vielen Dank und wir sehen uns nächstes Jahr oder hören. Vielen Dank euch und bis dann. Danke auch. Tschüss. Vielen Dank. Schöne Ciao. Weihnachten. 'Kiron, wir nehmen jetzt unsere Nachbetrachtung quasi direkt nach der Folge auf. Ja. Was ist dein Gefühl? Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Zwei extrem sympathische und offene Menschen. Ganz viel Neues erfahren. Hervorragend. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen geflasht, weil es enorme Freude gemacht hat, mit den beiden zu reden und das halt auch Themen sind. Die Olympischen Spiele, ihr Werdegang, wenn du siehst die Person aus dem Fernsehen und dann mal so ein bisschen nachhaken zu können und ihre Sicht auf die Dinge zu sehen, sie näher kennenzulernen, das war toll. Hey, das sind deutsche Meister, mit denen man da gesprochen hat. Das ließ sich ganz schnell vergessen im Gespräch, weil es einfach so entspannt war. Und total geerdet. Ja. Also die beiden sind wirklich... keine Allüren, nichts. Nee. Ich glaube, die beiden haben in Kombination miteinander auch ganz gut funktioniert. Richtig, ja. Und so konnten wir hoffentlich ganz viele interessante Themenfelder ein bisschen beackern. Ja, absolut. Ja, also auch für die, war es ja tatsächlich die Podcast-Premiere, dass sie da offen waren, dem Format gegenüber, nicht wissend, was da so auf sie zukommt. Aber nee, es war echt, war wirklich toll. Und dafür haben sie es auch sehr, sehr gut gemeistert, das muss man sagen. Und eine Sache, die man vielleicht noch herausstellen kann, ist, was war dein Eindruck, als wir über das Verhältnis zum VfB gesprochen haben? Ist natürlich schon ein bisschen zwiespältig, weil auf der einen Seite gehören sie zum VfB und profitieren auch vom VfB und profitieren auch in zunehmendem Maße vom VfB. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch ziemlich deutlich geworden, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Ja, sehr, sehr viel Luft. Zwar mit einer positiven Tendenz, so wie es gesagt wurde, aber ich fand es sehr, sehr gut, dass du tatsächlich Bayer Leverkusen mal reingebracht hast, um mal so ein paar Vergleichspunkte zu finden, wo man weit weg ist, was in die Richtung geht und was eben nicht. Es war sehr schön, dass sie auch in der Form dann deutlich geworden sind. Richtig. Und man muss natürlich auch sagen, zu den positiven Tendenzen, die sich da erkennen lassen, gehört jetzt auch dieser Podcast tatsächlich dazu, wo der VfB sehr, sehr schnell offen war in Person von Patrick Wehnhardt, der ja Generalsekretär ist. Ja.
Und da ja, schnell dabei war zu sagen, ja klar, lass uns das machen. Vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Wir hoffen einfach, dass wir euch eine schöne letzte Folge zum Ende des Jahres geben konnten und euch ein paar interessante Einblicke mitgeben konnten. Und würde sagen, wir hören uns dann im nächsten Jahr. Mit neuen Themen, mit genau. Mit neuen Themen. Eine Sache gibt es aber noch, die wir ganz kurz ansprechen wollen. Richtig, es war ja eine Viererkette. Ja. Wie hast du es denn gesehen von deiner Warte aus? Sehr, sehr, sehr angespannt und sehr, sehr nervös. Zwischenzeitlich nicht, also ich habe euch nicht wirklich beneidet dafür, dass ihr auf der Bühne seid. Ich bin gefühlt innerlich irgendwann komplett am Anschlag gewesen, fand aber, ihr habt das verdammt gut hinbekommen, habt die Ruhe bewahrt und es ist schön, dass es am Ende technisch so gut geklappt hat. Was ein bisschen überraschend ist oder überraschend in Anführungszeichen ist, die Rezession aus den Printmedien anschließend. Oder das fehlende selten. Genau, oder ja, das eher, ja. Genau, das fehlende. Aber davon sollte man sich nicht beirren lassen, weil ich finde, ihr habt da Großartiges auch auf die Beine geleistet und einen fantastischen Job gemacht. Und ihr seid also keine Profis, also nee. Das muss man nochmal klar sagen. Ja, ja, das mag sein. Ich würde schon da eingrätschen, dass wir nicht von ihr sprechen sollten, sondern wir. Wir alle, alle vier Podcasts, alle, die beteiligt waren, haben sich da richtig reingehängt, viel, viel, viel Zeit investiert. Und am Ende ist auch wirklich was Geiles rausgekommen dabei. Also für alle eine Premiere mit allen Aufs und Abs, die es da so gibt. Ich meine, die Tonprobleme, ich hätte ausrasten können, weil das natürlich schon auch ein bisschen am Konzept dann Abstriche gemacht werden mussten. Aber nichtsdestotrotz am Ende und mit ein bisschen Abstand auch, war es echt eine ziemlich coole Veranstaltung und muss man auch sagen, eine Veranstaltung, die so sonst, außer dem VfB vielleicht, mit dem dunkelroten Tisch, so keiner auf die Beine gestellt hat. Also weder irgendwie vom Fernsehen jemand, noch die Presse und so weiter. Also wirklich, das war was Einmaliges und als sowas muss man es auch wirklich sehen und anerkennen. Und ich glaube sogar, völlig unabhängig davon, wer es von den beiden am Ende am Sonntag wird, dass das keine einmalige Sache bleiben wird. Das ist zumindest die tief damit verbundene Hoffnung, dass in die Richtung so weitergeht, dass wir gemeinsam als Viererkette weiterhin noch viele, viele coole Dinge gemeinsam machen können und im nächsten Jahr dementsprechend daran noch anknüpfen werden. Hoffentlich. Das hoffe ich auch. So. Gutes Schlusswort. Dann, eigentlich. Dann würde ich sagen, war's das jetzt. Aber ehrlich. Frohe Weihnachten euch noch. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann 2020. Wir haben ein paar geile Themen geplant. Ja, das ist wahr. Also macht's gut. Ciao. Tschüss.